Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser Veranstaltung. Es ist eigentlich ein Start-Event für ein Projekt Open Science at Uni Graz, das der Stefan Kasperger und der Chris Kittel, den ich nicht sehe, über zwei Semester betreiben, und zwar für die ÖH und dafür das Referat, das Alternativreferat der ÖH. Und das Projekt dient dazu, die Gedanken von Open Access und Open Science in der Hochschule, ich würde mal sagen, lax formuliert, zu promoten. Der Stefan Kasperger macht einen kurzen Einführungsvortrag. Danach haben wir eine Podiumsdiskussion mit fünf, würde ich sagen, ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet. Das ist die Chance, darüber sehr viel zu lernen, verbunden mit dem Risiko, dass sich wahrscheinlich alle ziemlich einig werden, aber ich werde mich bemühen, wenigstens etwas provozierende Fragen zu stellen, sodass dass auch die Diskussion zustande kommt. Mein Name ist Heinz Wittenbrink, ich bin an der FH Joanneum im Studiengang Journalismus und PR für den ganzen Bereich Online zuständig und habe von daher auch eine gewisse Beziehung zum Thema Open Source und darüber auch überhaupt zur Open-Bewegung. Aber jetzt bitte ich als erstes den Stefan um ein kurzes Einleitungs-Impulsreferat und dann kommen wir zur eigentlichen Diskussion. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich darf im Namen der ÖH und der Universität Graz begrüßen und eben im Zuge dieses Open Science Uni Graz Projektes heute diese Eröffnungsveranstaltung, um dieses Thema mal zu diskutieren, anzudenken und in die Hochschulen reinzutragen. Ich selber studiere hier am Institut Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Geografie. Ich heiße Stefan Kasperger, wenn ich das jetzt vergessen habe. Und wir betreiben das jetzt mal für ein Jahr hier an der Universität Graz und versuchen, dieses Thema Bewusstsein zu schaffen. Dieses Projekt ist in Kooperation mit Open Science ASAP, der Open Knowledge Foundation Österreich und Creative Commons Österreich zusammen. Und werde jetzt in den nächsten 15 Minuten ein bisschen über die Idee hinter Open Science, was da so der Diskurs aktuell ist, erzählen. Und dann noch ein bisschen, was sich dazu in Graz tut. Ja, Open Science. Wer von euch weiß schon, was Open Science ist? Gibt's? Sehr gut, sehr gut. Es waren noch nie so viele Leute, die gewusst haben, was Open Science ist. Open Science gehören mal im Prinzip zwei Begriffe, ein bisschen erklärt. Und der eine ist Science, und da gibt es so mal eine kleine Missverständlichkeit, weil Science ja Wissenschaft ist ja nicht gleich Science, aber wenn ich und wenn die Open Science Bewegung davon spricht, meint man normalerweise wirklich alle wissenschaftlichen Disziplinen. Und wir haben jetzt auch diesen deutschsprachigen Wissenschaftsbegriff mit der Lehre dazu genommen und auch der institutionelle Rahmen und die Infrastruktur dazu. Und bei Open Science gibt es im Prinzip drei zentrale und was Open Science jetzt im Detail ist, da gibt es keine klare Definition. Und ich habe das jetzt im Prinzip mal so aufgeschrieben, dass Open Science versucht, die Wissenschaft zu öffnen und möglichst einfach alle daran teilhaben zu lassen und Wissenschaft nutzbar zu machen. Das ist jetzt eine sehr, sehr große Geschichte, aber im Prinzip geht es auch ein bisschen darum, den wissenschaftlichen Prozess von der Recherche bis hin zur Publikation mehr zu kommunizieren und zu öffnen. Und dazu sind eben drei Ebenen von sehr wichtiger Relevanz, und die zentrale Ebene und die wichtigste ist die rechtliche, weil offene Wissenschaft zuerst einmal bedeutet, dass man überhaupt das Recht hat, wissenschaftliche Werke zu verwenden. Und das eben mit Copyright und All Rights Reserved nicht der Fall ist. Und bei der Open Knowledge Foundation wurde die Open Definition erzeugt, und das ist jetzt keine Lizenz, das ist eben nur so ein Rahmen, wo es zentral um drei Punkte geht. Ein Werk ist offen, wenn man es nutzen kann, verwenden kann, also nicht nur ansehen, sondern auch etwas machen kann damit. Wenn man auch das Werk verändern kann, also ich möchte irgendwie meine Software umschreiben, ich möchte bei den Daten etwas dazugeben und auch die Veränderungen weitergeben darf. Also Redistribute heißt eben auch, dass man veränderte Werke auch weitergeben kann. Warum das Ganze sehr wichtig ist, ist, es macht viele Sachen sehr, sehr einfach, die jetzt gar nicht möglich sind oftmals.
Es ist eine gewisse rechtliche Interoperabilität. Also wenn man diese nach der Open Definition kompatiblen Urheberrechtslizenzen verwendet, ist es einfach, Wissen zu kombinieren und auszutauschen. Und um ein paar Lizenzen, wer sich da schon ein bisschen beschäftigt hat, damit zu nennen, die eben dieser Open Definition kompatibel sind und standhalten, wäre das jetzt Creative Commons im Bereich von Bildern und Text, die BY, also Attribute, und Sharealike, also das Copyleft-Prinzip, oder GPL, BSD in der Open-Source-Entwicklung. Die zweite Ebene ist die technische Ebene, und hier fallen dieselben Prinzipien, werden hier wieder angewendet, und dabei geht es, dass es offene Standards braucht, damit wirklich Wissen ausgetauscht werden kann. Also dass die Dateiformate zum Beispiel offen sind und standardisiert sind. Das macht die interdisziplinäre Arbeit und die Kollaboration vieles einfacher. Aber eben auch, dass der Quellcode offen ist und dadurch die Ergebnisse reproduzierbar werden. Und der dritte Aspekt, und der wahrscheinlich drängendste von allen, ist der kulturelle. Es braucht auch eine gewisse Kultur des Teilens, des Öffnens und auch eine gewisse, vielleicht auch Lockerheit und nicht diese zwanghafte Kontrolle, dass das mein Wissen ist und meine schöpferische Höhe, sondern eher geben und nehmen, teilen und auch einen gewissen Willen zur Kommunikation der eigenen Arbeit, der eigenen Gedanken und Ergebnisse. Das war jetzt sehr, sehr abstrakt gehalten, so die Grundidee versucht ein bisschen zu umreißen und wo die großen Unterschiede sind. Und der Peter Kracker, der heute auch an der Podiumsdiskussion teilnimmt, hat eine Definition versucht von den konkreten Punkten und nur kurz eingegangen darauf, wenn die Daten und der Quellcode, wenn man quantitative Forschung macht und die Daten und der Quellcode werden zur Verfügung gestellt, sollte es im Normalfall möglich sein, die Ergebnisse zu reproduzieren. Das ist jetzt zurzeit ein großes Problem, weil wir haben eben Publikationen und oftmals kann man nicht reproduzieren, wie es zu den Ergebnissen gekommen ist, ob da Fehler irgendwo drin waren und so weiter. Open Access ist eben der große Bereich der Publikationen, da bewegt sich sehr viel auf europäischer und insbesondere im angelsächsischen Raum, tut sich da sehr viel. Da gibt es auch immer mehr in Österreich dazu. Da geht es darum, die finale Publikation, sprich das Paper oder die Monographie, frei zur Verfügung zu stellen. Open Methodology ist der unbekannteste und für mich persönlich der spannendste Bereich, weil das ist im Prinzip der Versuch, aus dem Elfenbeinturm ein bisschen rauszukommen und die Methodik, also die Anwendung der Methodik genauer zu beleuchten und zu kommunizieren. Was habe ich auf der Literaturrecherche mitgenommen? Welches Setup habe ich jetzt bei diesem Experiment gehabt und so weiter. Also diesen Prozess, wie Wissen, wie Innovation erzeugt wird, ein bisschen genauer zu erklären. Open Peer Review wurde dann zusätzlich noch dazugenommen. Das bedeutet, dass der Peer Review Prozess, also diese Qualitätssicherung, bevor eine Publikation in ein Journal reinkommt, dass auch hier offen kommuniziert wird, was wurde kritisiert am Peer, also was wurde kritisiert an der Publikation. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass das unter Klarnamen sein muss, also nicht, dass jetzt mein Name steht, ich finde, diese Methode ist falsch und so weiter, aber dass es überhaupt passiert und dass das nicht intransparent stattfindet und dass auch mehr Leute, also wir nur die zwei, drei, das sind wir schon gut, zwei, drei Peer-Reviewer, die das ansehen, sondern dass man auch Kommentare abgeben kann im Internet, dass man einen Tweet absetzen kann und so weiter. Und der letzte Punkt ist die Lehre, und da ist eben das Beispiel Open Educational Resources, und das bedeutet, dass man freie Lehr- und Lernmaterialien verwendet, also Skripten, die auch andere verwenden können und so miteinander Lehr- und Lernunterlagen arbeitet. Ja, das waren die konkreten Prinzipien, und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, alles schön und gut, kann man sich vielleicht schon ein bisschen vorstellen, dass es da ein paar Vorteile gibt, aber es sind ein paar ganz, ganz wichtige Punkte, die ich kurz erörtern möchte, und der wesentlichste Punkt wird mit dieser Lupe dargestellt: offene Wissenschaft ist einfacher zu finden und einfacher zu nutzen. Also es sind sehr, sehr wenige Barrieren dabei,
und man findet einfach sofort eine Publikation, man kann mit der wissenschaftlichen Arbeit selber etwas machen. Der zweite Punkt, und der ist nicht unerheblich, für das steht der Ökonom Kenneth Rogoff unten rechts. Er hat zusammen mit Carmen Reinhardt kurz nach der Wirtschaftskrise ein ökonomisches Modell erstellt und da waren ein paar ganz simple Excel-Formelfehler drin. Also er hat das mit Excel modelliert und da waren ein paar kleine Fehler drin. Zusätzlich wurde dieses Paper sehr, sehr häufig verwendet von neokonservativen politischen Strömungen in Amerika und in Europa, um die Austeritätspolitik zu legitimieren. Also es war eine wissenschaftliche Publikation, die eine sehr, sehr politische Wirkung auch entfaltet hat, wo aber die Kernaussage nicht richtig war. Und das wäre es, wenn Daten, also dieses Excel-Sheet, offen zugänglich gewesen wäre, nicht der Fall gewesen und diese ganzen Sparpakete von Griechenland und Spanien und so weiter wären auf jeden Fall wissenschaftlich nicht so argumentierbar gewesen, wie sie verwendet wurden. Also Wissenschaft wird einfach immer mehr verwendet, um demokratische Entscheidungen zu legitimieren und hat dadurch auch eine sehr politische Dimension. Kollaboration, ich selber studiere eben Umweltsystemwissenschaften. Interdisziplinäres Arbeiten ist ganz, ganz wichtig. Der Austausch zwischen den Leuten ist, soll möglichst unkompliziert vonstatten gehen und offene Kommunikation, offen zugänglich machen der eigenen Ergebnisse, der eigenen Informationen, ist ab einer gewissen Teamgröße der einzige Weg, wie es noch funktioniert. Zu fünft kann man noch anrufen, aber wenn man mit 100, 200 Leuten arbeitet, ist besser, jeder gibt es einfach irgendwo offen und man nimmt sich das, was man braucht. Ein wichtiger Punkt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber ist die Sichtbarkeit. Offene Wissenschaft ist sichtbar. Da gibt es auch schon Publikationen, da beschäftigen sich Leute damit. Open Access Publikationen werden häufiger zitiert, weil man es einfacher findet. Und man findet eben nicht nur den Abstract, sondern man findet wirklich die Arbeit selber und es findet mehr Diskurs statt über die eigene Arbeit, wie man selber arbeitet. Man kann dadurch mehr lernen und so einen offenen Innovationsprozess betreiben. Und ganz wichtig, das World Wide Web steht dafür, dass jetzt einfach möglich ist. Also das war früher einfach auch nicht möglich. Wir haben jetzt die Technologie, wir haben diese ganzen komischen Maschinen da, die uns all möglichen Sachen berechnen. Wir haben das Internet, welches Teilen von Wissen unglaublich einfach gemacht hat und eben jetzt im 21. Jahrhundert ist das auch erst möglich und es wird von Tag zu Tag einfacher, offene Wissenschaft zu betreiben. Es war früher sicher um eine Spur schwieriger. Ja, und dann eben die letzten zwei Folien sind, was tut sich in Graz zu Open Science, und Christopher und ich sind jetzt eben auf der ÖH Sachbearbeiter für ein Jahr für Open Science und versuchen eben da einen offenen Arbeitsfluss, eine offene Praxis in die Wissenschaft in Graz reinzutragen. Und die Idee ist jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel mal diese Infofolder gestaltet, die sind im Internet einsehbar und kann jeder anpassen, die sind auch Creative Commons. Wir werden im Sommer wahrscheinlich auch einen Online-Kurs zu Open Science machen, einen deutschsprachigen Raum. Und wir machen immer wieder so Community-Events. Wir wollen versuchen, die Leute, die daran interessiert sind, beziehungsweise die das auch schon machen, es gibt Leute, die das in einzelnen Aspekten quasi auch machen, zusammenzubringen, zu vernetzen und auf die Probleme tiefer einzugehen und die Vorteile weiterzugeben, also einfach die Qualität zu verbessern davon. Das ist jetzt einmal ein ganzes Jahr in Graz. Und wir haben heute auch eine neue Webplattform online gestellt und das ist eben Open Science Acer. Wer mich kennt, wir hatten davor dieses Open Science Projekt. Wir haben jetzt wirklich einen Projektplan, das davor war irgendwas, das war eine Verzweiflung. Bevor man sich überlegt, wie das wirklich heißt, wollten wir lieber mal anfangen, es zu tun, anstatt uns mit Namen und so Sachen die Zeit zu vergeuden. Und ja, haben heute eben die neue Plattform online, ist noch im Beta-Status, also nicht zu harsch umgehen mit den Inhalten.
Aber da soll es darum gehen, ASAP steht nicht für as soon as possible, sondern steht as a practice. Es geht zentral darum, dass man offene Wissenschaft dort machen kann, dass man dort Erfahrung austauschen kann und darüber diskutieren kann. Und im Konkreten sieht das dann so aus, dass man über seine oder ihre wissenschaftliche Arbeit schreiben kann, verlinken kann auf Datenquellen, auf Quellcode, auf andere Publikationen und so weiter. Dass man selber Kurse, über Kurse schreiben kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel die erste komplette Lehrveranstaltung an der Universität Graz, das interdisziplinäre Praktikum Netzwerk der seltenen Erden, wird komplett dort mit den Studierenden zusammen abgewickelt. Die müssen dort schreiben und lernen einen offenen Arbeitsfluss und Urheberrecht, was doch ein sehr zentrales Thema ist, auch in der Wissenschaft. Und dort werden wir gemeinsam schauen, wie das am besten möglich ist. Ja, ist seit heute online und... das war jetzt das Falsche. Als abschließend möchte ich noch kurz zusammenfassen, was für mich persönlich die zwei wichtigsten Punkte sind an offener Wissenschaft. Und es ist eben die Teilhabe, dass es allen, wirklich allen, keine Ausnahme, nicht kommerziell ist eine Ausnahme zum Beispiel, dass es wirklich allen möglich ist, Wissenschaft zu verstehen, zu nutzen und auch, dass der Qualitätssicherungsprozess ins 21. Jahrhundert gebracht wird. Da gibt es eben einige Möglichkeiten. Ja, damit möchte ich beenden und freue mich jetzt schon sehr auf eine spannende Podiumsdiskussion. Und ja, vielen Dank an alle, die gekommen sind und insbesondere natürlich an den Diskutanten und Diskutantin und an Heinz Wittenbrink für die Moderation. Danke. Genau. Christopher, wo hast du die Zettel? Newsletter? Ich glaube, es ist ziemlich egal, wie der wo sitzt. Die können wir. Wir haben ja auch eine Newsletter, wo wir Informationen über die Developing Science interessiert. Einfach die einladen und bekommt man die Newsletter. So halten wir. Ja. Einer fehlt. Schön halten. Fehlt noch. So. Gut, dann darf ich vielleicht das Podium kurz vorstellen. Ich beginne jetzt mit Professor Kratky. Sie lehren physikalische Chemie an der KFU und sind aber Fachmann für Struktur, oder was heißt aber, sind Fachmann für Struktur, beschäftigen sich mit Strukturbiologie und waren, glaube ich, 8 Jahre Präsident des FEF, also des Fonds zur Förderung der Wissenschaft in Österreich. Das ist das wichtigste Finanzierungsorgan für Grundlagenforschung in Österreich. Und sind als Anhänger von Open Science und auch in dieser Funktion einfach der Fachmann für das Thema in Graz, glaube ich. Reinhard Wilford ist, also es gibt ja viele, also Open ist ein Schlagwort, das sich auf sehr vieles bezieht, außer Open Science gibt es viele andere Begriffe mit Open, die sind uns einige schon begegnet. In deinem Fall würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich Open Innovation das Bindeglied. Du bist Geschäftsführer der Firma Eurovation und von ISN, das heißt Innovation Service Networks, hast eine Plattform für Crowdfunding gegründet, ich glaube die erste in Österreich, und bist so ein Bindeglied zwischen akademischem, würde ich sagen, und wirtschaftlichem Feld im Bereich dieser Open-Bewegung in Graz. Lisa Schillern ist an der UB tätig und die Open Access-Beauftragte der Karl-Franzens-Universität, und die Karl-Franzens-Universität, das muss man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, hat eine offizielle Open Access Policy, was nicht viele haben. Also zum Beispiel die Fachhochschule, an der ich arbeite,
hat so etwas gar nicht und ich muss leider sagen, dass selbst der Begriff dort kaum bekannt ist, während man das hier lesen kann. Und die KFU empfiehlt allen ihren Wissenschaftlern unter Open Access Lizenzen zu, und also Open Access Publikationen anzuwenden. Günter Getzinger arbeitet in Graz, ist aber wiederum ein Link zur Klagenfurter Universität, ist unter anderem, glaube ich, Wissenschaftsforscher, beschäftigt sich also auch auf einer Metaebene mit Open Science, war auch lange politisch aktiv und wird vielleicht auch von daher noch ein paar Worte dazu sagen können, aber auch, was die Geschichte angeht, die Bedeutung von Offenheit in der Wissenschaft, also Querverbindung vielleicht auch zur Kultur ziehen. Und Peter Kraker ist hier am NOS Center, Research Assistant, hat jetzt ein Stipendium, bei dem er sich explizit mit, also ist ein Aktivist, muss man auch sagen, der Open Science Bewegung und gleichzeitig jemand, der darüber wissenschaftlich arbeitet und das reflektiert. Auch einer der besten Kenner, die wir hier in Graz haben, und beschäftigt sich jetzt aber im Rahmen des Penten, glaube ich, Stipendiums, stark mit der Verbindung von Open Science zu Open Data. Also mit all diesen Stichwörtern Open Access, Open Data, Open Educational Resources werden wir uns in der Diskussion sicher beschäftigen. Ich würde Sie jetzt zu Anfang alle um ein kurzes Startstatement bitten, und zwar zur Situation der Wissenschaft und zu den Problemen in der Wissenschaft, auf die Open Science eine Antwort sein kann. Und wie diese Antwort dann aussieht, können wir dann in der zweiten Runde diskutieren. Vielleicht vorab noch das Ganze, das gehört ja wohl auch zum Begriff Openness. Das Ganze ist natürlich eine interaktive Sache. Also wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die Fragen bitte. Und wenn es Kritik gibt oder Zweifel, wäre es auch gut, die zu äußern. Auch das gehört nicht nur zu Open Science, sondern ja überhaupt zur Wissenschaft. Darf ich Sie bitten zu beginnen? Ja. Ja, grüß Gott, guten Abend, willkommen. Ich vertrete hier nur Open Access, oder ich bin nur wirklich kompetent, über Open Access zu reden. Die ganzen anderen Open whatever sind cool, spannend, aber ich habe mich in den letzten Jahren mit Open Access beschäftigt und werde darüber reden. Wenn Sie eine Zeitung lesen wollen, dann haben Sie die Wahl zwischen der kleinen Zeitung, der Krone-Zeitung, dem Standard, und der Presse und was weiß ich noch was. Und das Besondere ist, in allen Zeitungen steht im Wesentlichen das Gleiche. Ein bisschen ausführlicher da, ein bisschen wenig, aber es steht überall das, was heute in Österreich passiert ist. Das ist in wissenschaftlichen Zeitschriften nicht der Fall. In jeder wissenschaftlichen Zeitschrift stehen andere Sachen. Weil es lauter Originalartikel sind, originäre Erkenntnisse der Forschung. Das heißt, Sie können sie nicht aussuchen. Ich lese nur die steirischen naturkundlichen Blätter, weil da steht eh alles drin, sondern Sie müssen als Wissenschaftler Zugang zu allen Zeitschriften haben, die in Ihrem Fach relevante Dinge publizieren. Und es gibt auf der Welt ungefähr 27.000 Zeitschriften. Das ist ein riesiges Problem, wenn Sie die Artikel in diesen Zeitschriften nicht irgendwo lesen können. Wenn also die Universitätsbibliothek nicht alle 27.000 abonniert hat. Und das führt dazu, dass der Zeitschriftenmarkt dysfunktional ist. Dass jede Zeitschrift eigentlich ein Monopol hat. Sie haben die größten Probleme, als Leser die größten Probleme, auf eine Zeitschrift zu verzichten. Weil wenn da irgendein ganz wichtiges Ergebnis Ihres Forschungsgebiets publiziert wird, dann können Sie nicht sagen, Sie ignoriere ich, weil die Zeitschrift ist mir nicht wichtig genug. Einer der Argumente, warum ich mich mit Open Access beschäftigt war eben diese Dysfunktionalität. Die Verlage haben ein Monopol. Sie wissen, die UB Graz muss die Zeitschriften von Elsevier kaufen. Entschuldigung. Deshalb glauben wir und glauben viele, dass da ein Paradigmenwechsel erfolgen muss. Dass
Und es kommt natürlich dazu, dass in den meisten Zeitschriften werden Dinge publiziert, die durch öffentliches Geld finanziert werden. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, dass dann ein Verlag kommt und sagt, wir lassen uns jetzt dafür zahlen, dass du das lesen kannst, was dein Kollege mit öffentlichem Geld erforscht. Deshalb stehen wir für einen Paradigmenwechsel, der darin besteht, dass man freien Zugang zu Zeitschriftenartikeln hat, aber irgendwann muss das ja zahlen. Und am Ende zahlen, sollten dann die zahlen, die publizieren. Das ist ein bisschen paradox, aber das hat gute Gründe. Also wenn alles frei ist, als Autor können Sie sich aussuchen, wo Sie publizieren. Als Leser können Sie sich nicht aussuchen, wo Sie lesen. Und darum ist eben diese Dysfunktionalität des Marktes. Wenn Sie als Autor sich aussuchen können, wo Sie publizieren, werden Sie eine Zeitschrift suchen, die gut ist, die vielleicht nicht allzu viel verlangt. Und das ergibt dann einen Markt, wie hier jetzt zum Beispiel. Warum will ich überhaupt in einem Magazin publizieren? Wieso stelle ich das nicht ins Internet? Einfach so. Ja. Gute Frage. Weil Sie, da gibt es viele Antworten. Eine Antwort ist Ihre persönliche. Aus der Publikation beziehen Sie als Wissenschaftler Reputation. Und die Reputation ist nicht bei allen Zeitschriften die gleiche. Wenn Sie einen Artikel in der kleinen Zeitung publizieren, dann werden Sie, einen wissenschaftlichen Artikel, werden Sie davon relativ wenig Reputation bekommen. Wenn Sie es in Science machen oder in Nature, dann werden Sie damit eine wissenschaftliche Karriere begründen können. Das ist einer der Gründe. Aus der Sicht der Leser, 27.000 Zeitschriften, die Zeitschriften erfüllen eine wichtige Filterfunktion. Indem Zeitschriften eine Qualitätssicherung machen, und darüber haben wir ja heute schon ein bisschen was gehört, nicht perfekt, mit Peer Review, aber eben nicht perfekt, das kann man alles besser machen, aber indem sie eine Filterfunktion erfüllen, gibt es eine gewisse Garantie für die Leser, dass das, was in der Zeitschrift steht, nicht vollständig falsch ist. Aber wenn Sie fragen, warum Sie in einer Zeitschrift publizieren wollen, dann hat das mit der Reputation zu tun. Und auch damit, dass, weil Sie wissen, es gibt Zeitschriften, die werden viel stärker gelesen als andere, wenn Sie ein Interesse haben, dass Ihre Publikation zur Kenntnis genommen wird, dann sind Sie gut beraten, sich des Vehikels einer Zeitschrift zu bedienen. Wenn Sie in Nature publizieren, dann wissen Sie, die wird voraussichtlich 20 oder 30 Mal im Jahr zitiert werden, wenn Sie es nehmen. Okay. Was ist mit Internet? Was ist mit dem Internet? Es geht nicht darum, der Herr hat gefragt, was ist, wenn man im Internet publiziert? Das kann ich vielleicht beantworten. Sollte es weniger wert sein? Also auch Zeitschriftenartikel sind im Internet. Es gibt praktisch keine Zeitschrift mehr, die nicht ihre Artikel ins Internet stellt. Aber die Zeitschrift als Institution ist eine Marke, die gewisse Garantien beinhaltet, dass die betreffend die Qualität dessen, was da steht. Aber ich möchte jetzt nicht der Einzige sein. Okay. Ja, guten Abend auch von meiner Seite, Rainer Bilfort. Ich bringe vielleicht einen Aspekt rein, der jetzt nicht so mit konvergenten Prozessen zu tun hat, dass man etwas an Punkt bringt und publiziert, sondern bei uns geht es eigentlich darum, digitale Medien einzusetzen, um in die Breite zu kommen, Ideen zu teilen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der Wissenschaft, wenn man zu Beginn halt sich noch unsicher ist, was das werden wird, dass man auch die Möglichkeiten nutzt, Vernetzungen auch in den Vordergrund zu rücken, Köpfe zu verbinden und daraus sozusagen einen Mehrwert zu schaffen, nämlich Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Und da sind wir auch sehr stark dahinter, solche Prozesse zu unterstützen. Und ich denke, das könnte noch stärker auch in die Wissenschaft eindringen. Oder ich glaube, bisher hat Open Science einen Zugang, das auch zum Thema zu machen und auch stärker zu promoten.
Ich bin selbst in vielen Forschungsprojekten, Framework FP7 zum Beispiel, da geht es immer darum, ein Konsortium zu finden, wo alle schlauen Köpfe vernetzt werden, dann schreibt man Konsortialverträge, wer mit IP, also mit den Rechten, was da rauskommt, dann was tun darf. Und nach 3 Jahren kommen wir dann drauf, wir können es gar nicht umsetzen, weil da haben wir über 60 Seiten so viele Sachen reingeschrieben, dass wir uns gegenseitig nur mehr blockieren. Also das ist etwas, was Status Quo ist. Und ich denke, da ist etwas zu tun, da kann man was auch entwickeln, wenn man ein bisschen offener umgeht mit dem ganzen Thema. Und das sehe ich Open Science als einen Zugang sozusagen, wo es eben in einer sehr frühen Phase darum geht, Wissen zu teilen, dass es noch nicht ganz stabil ist, aber wo man eigentlich die Offenheit haben sollte, sich wechselseitig zu vernetzen. Vielleicht nur ein Beispiel, ich bin auch oft auch auf Konferenzen, wo wir uns gegenseitig das vorstellen, was wir vor einem halben Jahr publiziert haben und vor einem Jahr früher vielleicht wissenschaftlich erforscht haben. Und der Austausch untereinander kommt meistens auch zu kurz. Also da sehe ich auch noch einiges an Openness sozusagen, was man hineinbringen könnte. Das ist vielleicht auch ein Diskussionsthema. Also das sind zwei Aspekte eigentlich, dass der Austausch wird intensiviert durch Offenheit. Dadurch kommt es zu mehr Forschung vielleicht und besseren Erkenntnissen oder richtigeren. Und gleichzeitig behindern die Patente oder die Property Rights die Verwertung. Absolut. Ja, das ist also bei großen Unternehmen ist das immer noch ein Riesenthema. Anzahl der Patente pro Jahr und Mitarbeiter, ja, das ist eine Zahl, die sich heute, also aus dem Jahr 2012 gibt es eigentlich das Ranking dahinter, das ist ganz oben die AVL als Motorenentwickler mit 75 Patente pro Jahr, das ist viel, ja, das kostet auch viel Geld. Auf der anderen Seite, ich habe noch nirgendwo eine Statistik gesehen, wie viel aktuell sozusagen produktive Patente habe ich am Markt, die auf Euros produzieren. Ja, sozusagen. Das ist dann eine Zahl, die eigentlich wirklich interessant wäre. Gut. Darf ich zu Ihnen überleiten? Gerne, danke. Ja, also da ist eine Frage, Entschuldigung. Ich habe eine Frage bezüglich wissenschaftlich publiziert. Bekommen Sie nicht Geld vom Journal? Wie schaffen Sie das? Ja. Gar nicht. Normalerweise nicht. Also ich kann das mal Sozialvertrag. Normalerweise müssen Sie zahlen. Ja, genau. Welche Charges? Sind das mal Sozialverträge benutzt, die man dann konnte? Konsortialverträge. Okay. Konsortialverträge. Das sind also Konsortien, sozusagen 12, 13 Partner, unterschiedliche Bereiche von Grundlagenforschung bis zur Umsetzung und Vernetzung. Und dort ist es normal üblich, ja, dass sich so bei Großunternehmen, vor allem die Rechtsanwälte intern, halt den Spaß machen, da Wochen zu verbringen, um sich auszufechten, wie man dann letztendlich, wenn Ergebnisse rauskommen, sozusagen auch mit den Ergebnissen dann umgeht. Ja, wer darf verwerten? Verwerten heißt jetzt nicht, dass Euros am Markt produziert werden, nicht, weil ich sage, Wissenschaft, gibt es also einen schönen Spruch, ist quasi die Umwandlung von Geld in Wissen, ja, und Innovation ist sozusagen das Umgekehrte, dass wir wollen dann wieder Wissen in Geld verwandeln, und diesen Prozess muss man sich sozusagen bei so einem Durchlauf halt vorher überlegen, wie wird das geregelt, wie schauen die Regeln dafür aus, wenn dann letztendlich Euros produziert werden. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig, weil man zu Beginn ja gar nicht weiß bei einem Forschungsprojekt, was wirklich rauskommen kann, nicht? Also was sind die Ergebnisse. Wann alles open ist, glauben Sie, dass die Zeitschriften dann überhaupt noch notwendig sind oder dass wir nur zum Beispiel Google's Kulang noch nutzen? Wann alles geöffnet ist, ja. Glauben Sie, dass die Zeitschriften dann überhaupt noch notwendig sind oder dass wir nur zum Beispiel Google's Kulang noch Google's nutzen, Kulang, okay. Weil es angeht, wie viele Zitationen gibt es, wie viele Leute haben es gelesen, machen wir dann nicht den Ranking mit der Statistik dort aus? Ich glaube schon, dass es eine Filterfunktion braucht, die nicht nur auf Statistiken basiert. Ich glaube, dass zum Beispiel das Open Peer Review Verfahren eine Möglichkeit wäre, diesen Filter herzustellen. Und ich glaube, dass Zeitschriften, die ja leider immer weniger diesen eigentlichen verlegerischen Aspekt mit dem Layouten, mit dem Lektorieren, mit dem Editieren, der immer mehr zurückgefahren wird. Also wenn das schon so reduziert ist, dann ist der eigentliche Aspekt der Leserkreis, den man anspricht, wenn man weiß, so und so viele haben das abonniert und ich kann dieser Marke vertrauen. Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, dieses Vertrauen, das man in einen Verlag setzt, auf andere Institutionen umzulegen. Also wenn man sagt, man vertraut dieser Learn Society, also es gibt so Fachgesellschaften, die sehr bekannt sind und die eine hohe Qualität haben, und wenn die jetzt, sagen wir mal, einen monatlichen Newsletter rausgeben mit Artikelempfehlungen,
wäre dieses Vertrauensproblem eigentlich auch schon gelöst. Also dann ist es im Prinzip keine Zeitschrift mehr, aber es ist eine Leseauswahl, sagen wir es mal so. Das könnte man sich auch vorstellen. Aber ich glaube, dass es diese Auswahl, dieses Vertrauen irgendwo braucht. Zum alten Thema, inwieweit kann man sich wissenschaftliche Reputation erkaufen? Wie teuer ist es zu publizieren, beziehungsweise was ist, wenn ich einen super Artikel, super wissenschaftliche Arbeit schreibe und das jetzt privat mache zum Beispiel und keine Ahnung, die Institution hat, die mir das bezahlt. Also, wie teuer ist das und kann ich mir, gibt es da Institute, die sich das nicht leisten können, in Nature jetzt von mir zu publizieren und deswegen nur in einem schlechter bewerteten Blatt quasi publizieren? Kann ich das beantworten? Ich habe so eine Organisation geleitet, die es finanziert. Also das Publizieren selbst kostet nicht so viel. Auch in einem teuren Open Access Zeitschrift kostet es vielleicht ein Paper, ein Artikel $2,000 oder €2,500. Die Forschung, die zu dieser, die damit finanziert, die damit publiziert wird, kostet typischerweise zwischen 100.000 und 1 Million pro Publikation. Also das ist sehr, sehr viel mehr. Drum, also die ganze Serials Crisis ist eigentlich ein Problem, das sich im Prozentbereich der gesamten Forschungsausgaben abspielt. Sie können natürlich privat forschen, aber nur in einer ganz, ganz, ganz ausgewählten Satz von Disziplin Kunstgeschichte vielleicht, also in Bücherdisziplinen, wo sie sich selbst ausbeuten, von niemandem finanziert werden und Hobbyforscher sind. Sie können beim Wissenschaftsfonds auch als Privatperson einen Forschungsantrag einbringen, sogar mit Ihrem eigenen Gehalt. Das gibt es, sind Selbstantragsteller, es sind ein paar hundert Leute in Österreich. Aber meistens brauchen Sie auch eine Forschungsinfrastruktur und dann kommen Sie nicht drum herum, an einer Uni oder einem Akademieinstitut zu sein. Darf ich das vielleicht noch ergänzen? Ja. Ich würde das noch gerne ergänzen. Für diese Privatwissenschaftler gibt es bei allen, oder bei also 90% aller Open Access Journals, eine Waiver-Funktion. Die sagen von vornherein, sie haben eine Waiver-Policy, dass sie sagen, Privatpersonen, wo keine Institution dahinter steht, denen wird die Gebühr erlassen. So auch Autoren aus Entwicklungsländern. Also es gibt schon Möglichkeiten auch. Was vielleicht auch nicht unwichtig wäre, als Bibliothekarin könnten Sie vielleicht sagen, wie sieht es eigentlich mit den Kosten aus? Also was zahlt eine Bibliothek im Moment für wissenschaftliche Zeitschriften und wie entwickeln sich da die Kosten? Also die genauen Kosten habe ich jetzt nicht parat. Aber ich glaube, dass es vor allem hier ein Umschiften des Geldes ist. Also ich glaube, die ganze Openness Bewegung bringt nicht nur den Kostenvorteil oder bringt nicht so einen enormen Kostenvorteil, sondern es ist ein Umschiften. Also die Ausgaben, die fürs Publizieren, also die für die Literaturbeschaffung im Moment ausgegeben werden, also was wir bezahlen für Zeitschriften und Bücher, dass die umgeschiftet wird eben in eine Publikationsfonds, dass wir mehr die Publikationen, die originären Publikationen bezahlen und nicht die Kopie, die wir dann als den Lesern zur Verfügung stellen. Also ich glaube, dass es hier eher um eine Transformation des Geldes geht, also um eine wirkliche Einsparung. Weil es ja die Kopiegründe auch gar nicht mehr braucht im Netz. Also wobei dann halt auch den Bibliotheken mehr die Aufgabe zukommen könnte, diese Gold Open Access Zeitschriften zu hosten, so wie wir es jetzt angeben. Also auch wieder mit zusätzlichen... Vielleicht jetzt... Muss ich mal etwas aus der Reihe vielleicht mal nachfragen? Ich glaube nicht, dass der Begriff überall bekannt ist. Oder? Der goldene Weg. Also es gibt bei Open Access im Prinzip zwei wichtige, den grünen und den goldenen Weg. Vielleicht können Sie das auch noch kurz erklären. Ja, gerne. Also es gibt den grünen Weg, das heißt, man wählt den traditionellen Weg, den es jetzt auch schon gibt. Man wählt sich eine Zeitschrift aus, die etwas kostet, also für den Leser etwas kostet, die man abonnieren muss. Publiziert sein Werk darin, bekommt meistens kein Geld dafür, muss aber dafür auch nichts zahlen. Und die Open-Geschichte daran ist jetzt, dass man die Kopie von diesem Text, der schon erschienen ist, auf ein Repository legt.
zum Beispiel von einer Uni, also von der eigenen Heimatinstitution. Das heißt, man fährt weiter die Schiene, die es jetzt gibt, und zusätzlich schaltet man eine Kopie frei. Und der goldene Weg ist, dass man von vornherein in einer Open Access Zeitschrift publiziert und damit ja, das traditionelle System versucht, ein bisschen ins Wanken zu bekommen. Macht es aus, wie man das macht? Ich meine, danach geht es doch eigentlich einfach nur den Markt, dass von allen Leuten dann den Heimatinstitut Publikationen anzeigen und nicht mehr in den Zeitschriften Publikationen anzeigen, dann gehen die Zeitschriften unter und insofern dann haben wir auch den zweiten Weg. Ich finde auch, dass der zweite Weg der ist, auf den man hinarbeiten sollte. Also der goldene Weg ist, finde ich, der zielführendere. Allerdings braucht es eine Zeit und es wird auch wahrscheinlich nie ganz ohne Subskriptionszeitschriften gehen. Verlage machen schon auch wichtige Arbeit, also es ist nicht so, dass das jetzt, dass die nur eben Schmarotzer werden oder ähnliches, aber das, was sie aus ihrer Monopolstellung gemacht haben, dass sie eben viel höhere Preise jedes Jahr verlangen, das hat sie im Endeffekt jetzt zu Fall gebracht und diese Transformation dauert aber von grün zu gold. Aber ich finde auch, dass das der goldene Weg der richtige ist. Herr Getzig, darf ich Sie auch mal um Startstatement bitten und vielleicht nochmal zur Frage, ursprünglichen Frage zurückgehen, wie ist eigentlich die Situation der Wissenschaft und auf was antwortet Open Science da? Die Veranstalter haben mir gegenüber ein bisschen die Sorge geäußert, dass wir uns hier zu sehr einig sind am Podium und das ergibt sich aus der Sache. Natürlich sind Wissenschaftler und Menschen, die sich der Wissenschaftlerschaft verpflichtet fühlen, für Offenheit. Das sind ganz tiefe, kräftige Gebote der Wissenschaft, dass man Transparenz, Offenheit, Zugänglichkeit, Diskursbereitschaft zeigt. Also das eint uns eben. Das ist eben die Kultur der Wissenschaft. Deswegen sind wir hier am Podium relativ einig. Ich möchte aber der Sorge ein bisschen entgegenwirken und versuchen, ein bisschen Advocatus Diaboli zu sein und sozusagen auch die andere Seite ein bisschen ins Spiel zu bringen. Und auch das Historische, historisch bin ich angesprochen worden und kann hier mit der Schule von Athen beginnen. Was Sie hier sehen, wird gerne von vielen sozusagen als den Idealtypus der Akademie dargestellt. Das hier ist das Symbol von geschlossener Wissenschaft. Absolut geschlossener Wissenschaft. Das sind eine Handvoll Männer, ausschließlich Männer. Das sind ungefähr 0,01% der gebildeten Bürger von Athen. 99,9% waren Frauen, Sklaven, Analphabeten, Arbeiter, Handwerker, Soldaten und so weiter. Also das hier ist eigentlich das Symbol des Gegenteils dessen, was wir wollen. Auch wenn es immer wieder gerne gezeigt wird als sozusagen Idealtypus der Akademie, wo man so kommod zusammen liegt, die liegen ja eher als sie stehen, und miteinander ein Symposium macht, ein Gastmahl macht, wo man trefflich über schwierige Probleme diskutiert. So, zunächst aber die positive Nachricht. Wir bewegen uns hin zu einer offenen Wissenschaft. Das ist eine Grundthese, die ich habe. Ich glaube, dass wir uns immer wieder in Schüben hinbewegen zu offener Wissenschaft. Das hat sehr früh begonnen, im Mittelalter, als schon gelehrte Geistliche gesagt haben, wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen. Ein geflügeltes Wort unter Wissenschaftlern. Jeder, der einigermaßen wissenschaftliche Bescheidenheit mit sich bringt, und das sollte er mit sich bringen, wenn er Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist, muss sagen, ja, selbstverständlich leiste ich nur einen kleinen Beitrag im großen Fortschritt der Wissenschaft. Der mag manchmal etwas größer sein, dann kriegt man einen Nobelpreis, manchmal etwas kleiner, dann ist man in den naturwissenschaftlichen Annalen des Landes Steiermark vertreten, mit einem schönen botanischen Beitrag. Auch wichtig, auch gut. Also da hat das begonnen, indem man das erkannt hat, dass man immer auf den Schultern von Riesen steht. Und das war um 1100 bereits. Um 1100. Nächster Schub, also das ist sehr zufällig jetzt ausgewählt, Gutenberg, selbstverständlich, indem wir überhaupt einmal Bücher drucken haben können und nicht mehr nur alles mühsam abschreiben haben müssen, ist es möglich geworden, Wissen überhaupt und auch
teilweise wissenschaftliches, zumindest naturphilosophisches Wissen weit zu verbreiten. Verbreitungsmöglichkeit, die jetzt mit dem Internet ein vorläufiges Ende gefunden hat, hat bei Gutenberg begonnen. Nächster Schritt, der Weg der Naturwissenschaften aus der Esoterik zur Exoterik. Das waren zunächst ganz esoterische, abgeschlossene Zirkel, die Naturphilosophie, Naturwissenschaft. Das war in der Renaissance erst sozusagen in Statum Ascendi, im Entstehen begriffen. Dieser Weg hin zur Exoterik, also zur Welt, in die Welt hinein, in die Öffentlichkeit, zu den Menschen hin, war ein mühsamer, aber erfolgreicher. Mittlerweile ist die Wissenschaft, ist die Naturwissenschaft natürlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Europa möchte eine Wissensgesellschaft werden. Und ist auf dem besten Weg dorthin, würde ich mal sagen. Nächster Schritt, der gegangen wurde, Gründung wissenschaftlicher Gesellschaften, Royal Society als die erste mit wissenschaftlichen Zeitschriften, die hochfunktional waren, weil sie eben Spreu von Weizen getrennt haben. Nach wie vor ist vieles Esoterisches herumgegeistert in der Gesellschaft. Nur das Wissenschaftliche, das eigentlich Wissenschaftliche, das Überprüfbare, das Falsifizierbare, wie das Karl Popper formuliert hat, hat dann wirklich Eingang in die Wissenschaften gefunden. Alles andere ist sozusagen ausgesondert worden und verwiesen worden in die Nischen der Religion, des Glaubens oder auch Nichtglaubens, der Esoterik eben, des Metaphysischen. Ein wesentlicher nächster Schritt hin zur Gesellschaft, hin zur Offenheit von Wissenschaft und Forschung. Abschließend, wie gesagt, dann dieser Schritt ins Internet, wo prinzipiell alles überall verfügbar sein sollte. Das ist der eine Pol, dieser Fortschritt hin zu offener Wissenschaft. Der andere Pol ist, wenn es vor 70 Jahren den Idealtypus der offenen Wissenschaft gegeben hätte, alles ist jederzeit verfügbar, hätten die Nazis den Krieg gewonnen. Der Werner Heisenberg war der Wissenschaftler, der wahrscheinlich, Herr Professor Kratke, Sie werden es vielleicht bestätigen können, am nächsten an der Atombombe dran war. Hahn Meitner, deutscher Wissenschaftler, Meitner war Jüdin, trotzdem deutsche Wissenschaftlerinnen. Heisenberg ist von den Nazi-Größen gefragt worden in einer Konferenz, na, das mit der Atombombe, das könnte doch funktionieren. Wie groß ist sie ungefähr? Und er hat so mit der Hand eine Ananas ungefähr angedeutet, eine Ananasform. Und wie lange brauchen Sie dazu, Herr Professor Heisenberg? Naja, schon ein paar Jahre. Wenn er Zugang gehabt hätte zu den Publikationen, internen Publikationen des Manhattan Projects, hätte das wahrscheinlich schneller, nämlich vor den US-Amerikanern gehabt, diese Atombombe, und die Nazis hätten den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wir würden noch immer in diesem tausendjährigen Reich leben. Womöglich. Das ist jetzt reine Fiktion natürlich, nur ein bisschen, um Sie zu erschrecken, was Open Science auch bedeuten kann. Nämlich volle Transparenz, volle Zugänglichkeit, auch natürlich von geheimer Forschung. Und auch das gibt es in unserer Gesellschaft. Gar nicht so wenig, selbstverständlich. Einerseits nicht so sehr in Österreich, also das österreichische Bundesheer vergibt zwar den einen oder anderen Forschungsauftrag, relativ harmlos, relativ unbedeutend, weil unser Landesverteidigungsbudget so niedrig ist, im Bereich sozusagen Geheimforschung für militärische Zwecke, nennen wir es mal so, ist in anderen Staaten dieser Welt natürlich viel, viel bedeutsamer. Bedeutsam in Österreich ist aber natürlich auch Forschung für betriebswirtschaftliche Zwecke. Schon angesprochen worden, Patente, eben Wissen, das erzeugt wird im Rahmen von wissenschaftlicher Forschung, durchaus auch an Universitäten im Rahmen von Vertragsforschungsverhältnissen. Da wird auch die eine oder andere Dissertation geschrieben dazu, allerdings eine Weile unter Verschluss. Das sind sozusagen Dissertationen, die eine Weile zumindest nicht zugänglich sind, die gesperrt sind für eine Weile. Auch das gibt es gar nicht so wenig in Österreich. Im Gegenteil, der Staat freut sich eigentlich darüber, weil es ein Hinweis auf die Innovativität einer Gesellschaft ist, wie viele Patente pro Einwohner angemeldet werden. Also auch positiv gesehen, auch positiv definiert, nämlich, und jetzt komme ich auf meinen Punkt, und das ist auch so eine Pointe, die ich vielleicht noch hier darstellen möchte, es geht eben im individuellen Leben und Überleben als Forscherin und als Forscher auch um, oder mehr und mehr sage ich sogar, um Indikatoren.
Indikatoren, Erreichen von Indikatoren. Und einer der wichtigsten in der Biografie eines Forschers an der TU Graz ist es, hast du wohl auch Patente zustande gebracht, hast du Beiträge geleistet zu Patenten, die dann aber natürlich geschützt sind, also nicht Open Science sind. Einer der wichtigsten Indikatoren an der NAVI in Graz ist es, hast du in Zeitschriften publiziert mit hohem Impact-Faktor. Das ist Science and Nature, das sind sozusagen die, das ist der Olymp der Wissenschaften. Es ist nicht unbedeutend, wo du publizierst, im Gegenteil, es entscheidet über dein Leben, über deine Biografie, über deine Ökonomie, ob du überhaupt einen Job kriegst an der Uni, ob du eine gewisse Anzahl von hochgerankten Publikationen hast oder eben nur, unter Anführungszeichen, irgendwo im Internet oder irgendwo halt publiziert hast, wo es keine Impact Points gibt. Das ist die harte ökonomische Wirklichkeit, in die wir, und das ist jetzt sozusagen das kritische Ende meines ursprünglich positiv beginnenden Beitrages, in die wir doch mehr und mehr hineinsteuern. Also diese Indikatorensteuerung von Wissenschaft und Forschung, Indikatorensteuerung, das eigene Managementphilosophie, Indikatorensteuerung der Universitäten, Rückzug des Staates sozusagen als Eigentümer der Universitäten auf das Überprüfen von Indikatoren, Vereinbaren und Überprüfen von Indikatoren und diese Engführung auf sehr einfach und klar quantifizierbare Indikatoren ist ein großes Problem. Ich werde nicht gratifiziert von niemandem, wenn ich im Internet sozusagen öffentlich zugänglich, womöglich nicht peer-reviewed, gut, darüber lässt sich dann wirklich streiten, ob das klug ist, publiziere. Danke. Fragen dazu? Das waren jetzt viele Themen. Kommen wir sicher noch auf einige zu sprechen. Das ist auch gute Kritik zu hören. Vielleicht, dass die anderen auch einen Kritikpunkt auf, einen, auf etwas von sich selbst haben. So von, das ist aus meinem Gesichtspunkt das Nachteil von Open Science. Warum sollten wir es nicht machen? Und vielleicht, dass wir dann hier darüber nachdenken können, warum, wie wir das lösen können. Dazu, da kommen wir kommen noch. Drauf auf die Gefahren. Aber vielleicht nochmal zum Anfang, weil so Open Science ja doch wahrscheinlich für die meisten noch ein etwas nebulöser Begriff ist und vielleicht auch überhaupt ein nebulöser Begriff. Du bist ja schon zitiert worden mit deiner Definition. Vielleicht kannst du doch nochmal sagen, was versteht man? Gibt es sowas wie die Definition von Open Science überhaupt? Also die Definition gibt es sicher noch nicht. Also was ein Satz, den ich sehr interessant finde, der steht im Skriptum von Professor Prisching, Wissenschaftstheorie, auf der ersten Seite, nämlich Wissenschaft ist die nachvollziehbare Überprüfung von Tatbeständen. Und zwar die intersubjektiv nachvollziehbare Überprüfung von Tatbeständen. Wenn man jetzt so in den Wissenschaftsbetrieb eintritt und die ersten Papers veröffentlicht und selber auch mal reviewt, dann stellt man sehr schnell fest, dass diese intersubjektive Nachvollziehbarkeit gibt es nicht. Ja. Also wenn ich ein Paper zum Reviewen bekomme, dann muss ich den Autoren sehr viel glauben. Also die im Prinzip stellen ihre Resultate dar, erwähnen auch, welche Methode sie diese Resultate erreicht haben, aber das war es im Prinzip. Und am Ende ziehen sie Schlussfolgerungen daraus. Aber auf die Daten oder die Methode an sich, das heißt die Prozedur, habe ich keinen Zugriff. Und das ist für mich sowas wie die Krux von Open Science. Also wenn wir in der Wissenschaft nicht schaffen, dass wir intersubjektiv nachvollziehbare Tatbestände haben, dann haben wir auch ein bisschen was verloren von diesem Standing on the Shoulders of Giants. Also dieses geflügelte Wort, das wir alle aufeinander aufbauen. Aber im Grunde genommen erfinden wir bis auf die Resultate ständig das Rad neu. In jedem Projekt. Das heißt, wenn man die Instrumente nicht selbst entworfen hat, muss man die Instrumente wieder neu entwerfen. Man muss eigene Daten sammeln und dadurch, dass eben diese Teile nicht öffentlich zugänglich sind, nehmen wir uns in der Wissenschaft relativ viel Innovation und sind sehr oft eigentlich sowas wie die Neuerfinder des Rades. Ich glaube, da war es. Also die Idee, wenn es um diese Transparenz geht, dann kann das ja innerhalb einem Journalsystem auch funktionieren, weil das ist ja nur, das hängt ja nur von der Struktur des Papers. Das hat ja eigentlich nichts zu tun mit dieser grundsätzlichen Open Science-Bewegung. Da geht es ja nur darum, wie arbeitet der Wissenschaftler, und das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob das in einem Journal veröffentlicht wird oder
überhaupt ganz, ganz öffentlich zur Verfügung gestellt wird? Also wo es mit diesen Linken oder nicht ganz? Naja, also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist Open Access. Also wenn wir keinen Zugriff haben auf die Artikel, dann können wir nicht einmal auf die Resultate zugreifen. Und dann kann man eben mehrere Schritte nach hinten gehen im Prozess. Also wenn man die Daten zur Verfügung hat, dann hat man schon mal eine erste Chance, die Ergebnisse nachzuvollziehen. Allerdings, ich würde jeden da mal einladen, zu versuchen, nur auf dem Paper und auf den Daten die Ergebnisse zu reproduzieren. Also ich bin in den meisten Fällen nicht sehr weit gekommen. Das liegt einfach daran, dass da sehr viel im Paper nicht drinnen steht, was aber teilweise Konsens ist, teilweise absichtlich, teilweise vielleicht unabsichtlich weggelassen wird. Und das ist dann eigentlich das Salz in der Suppe, das oft den Unterschied ausmacht, weil es die Resultate erzielen kann oder nicht. Aber das beantwortet der Frage nicht. Sie hat noch eine Frage. Ich wollte bei Ihrer Position entgegenhalten, aber das haben Sie gerade ein wenig relativiert, dass es halt schon auch quasi den Umgang mit der Methode braucht. Dass man die auch verstehen muss. Man laut der Gefahr und alles öffentlich ist. Wie soll ich sagen, wir verwenden dann auch den Begriff der Blackbox. Man verwendet dann halt eine Methode, ohne wirklich zu wissen, wie sie funktioniert. Aber der Professor Kratgeber, die haben zu Anfang gesagt, es geht um Open Access und das sind erstmal die Zeitschriften. Das geht ja jetzt in die Richtung, dass sozusagen der Forschungsprozess selbst ganz anders publiziert wird. Ja, also ich glaube, man muss das ein bisschen schon in die richtige Perspektive rücken. Open Access ist einmal ein Ziel, dass jede Person Zugriff auf alles hat, was in hochqualitativen Zeitschriften publiziert wird. Es wird unendlich, das Problem, eines der Probleme in der Wissenschaft ist, es wird unglaublich viel Müll produziert. Und in diesem unglaublichen Wust schlechter, irrelevanter Publikationen muss man sich zurechtfinden. Und dazu dient dieses System von Zeitschriften, die eine Qualitätssicherung und die einem sowohl fachlich als auch qualitativ irgendwie an die Hand nimmt. Aber es nutzt nur was, wenn ich es lesen darf. Wenn ich dazu nicht komme, und das ist ein Hochschulsystem, das österreichische ist besonders ungünstig, weil wir haben lauter Pimper-Universitäten. Da tut sich natürlich eine riesengroße Universität leicht, weil die hat einmal Zugang zu allen Zeitschriften. Wir sind ja, haben kleine Unis und verkleinern sie immer weiter. Vor ein paar Jahren wurde die Medizin abgedeckt. Jetzt gibt es 200, die müssen zweimal Zugang, die müssen zweimal Zeitschriften Zugänge zahlen. Das ist also, in so einem System wäre es viel gescheiter, man könnte alles kostenlos lesen und es würden eben die zahlen, die es publizieren wollen, weil die haben ja auch ein Interesse. Das, was jetzt stark diskutiert wurde, war die Qualitätssicherung und die Sicherung der Reproduzierbarkeit. Das ist sicher auch ein großes Thema. Aber da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Deshalb, weil ein Artikel wie in Open Science sozusagen vom ersten Moment seiner Öffentlichmachung sofort der Kritik aller ausgesetzt wird, wird die nicht automatisch besser. In vielen Fächern ist das Problem, dass sie eben 1 Million Euro brauchen, auch um das Experiment zu wiederholen. Da genügt es nicht, dass es die Kollegen lesen, sondern sie müssen versuchen, es zu reproduzieren. Das tun sie sowieso, wenn es wichtig ist. Und die Industrie tut es, wenn sie aus biomedizinischen Daten einen Wirkstoff herstellen wollen. Und da kommen sie oft drauf, es stimmt nicht. Und kommen oft drauf, das ist nicht so, wie die gesagt haben, was aber zum überwiegenden Teil jetzt nicht notwendigerweise deshalb, weil es falsch ist, sondern weil der eine ein Mice-Strain hat und der andere einen anderen und die Zellkulturen sind ziemlich klein. In der biomedizinischen Forschung und ein Großteil dieser skandalösen Situation mit schlechter Reproduzierbarkeit stammt aus der Biomedizin, nicht aus der Physik oder der Chemie. Dort ist es relativ, oder gar aus der Mathematik. In der Mathematik, wenn Sie einen Beweis publizieren, dann ist es relativ leicht, wenn er nicht allzu kompliziert ist. Also in der Biomedizin, in Life Sciences, dort gibt es ein inhärentes Problem mit Reproduzierbarkeit. Das ist richtig, aber das wird nicht
nur durch Open Access oder durch Open Science beseitigbar sein, sondern da braucht es noch viel mehr dazu, aber Open Science ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung. Und das sollte man, glaube ich, jetzt bei aller Euphorie und aller Begeisterung auch hier sagen. Kann man denn sagen, ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine ganz dumme These, die ich da habe, aber manchmal habe ich so den Eindruck, die Leute, die sich da gegen Open Access wenden, sind damals vielleicht nicht immer die allerbesten Wissenschaftler. Ich habe manchmal so den Eindruck, je besser die Leute sind, umso größeren Wert legen sie auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit und gehen auch davon aus, dass sie das auch wirtschaftlich verwerten können oder dass es sich für sie lohnt, auch wenn die Dinge frei publiziert werden. Also könnte man. Also die wirtschaftliche Verwertbarkeit ist nicht durch die freie Publikation limitiert. Die wirtschaftliche Verwertbarkeit schränken sie oder monopolisieren sie, indem sie ein Patent machen. Das ist nicht kein Widerspruch zum Open Access. Wobei, in dem Moment, wenn Sie sagen, es darf kein Patent auf der Welt mehr geben, würden Sie die gesamte industrielle Forschung sofort entweder stoppen oder die Firmen würden überhaupt nichts publizieren, sondern würden also zu Geheimkammern verkommen, weil keine Firma, die Hoffmann La Roche steckt im Jahr 20 Milliarden Euro in biomedizinische Forschung, die tun das ja nicht, damit dann irgendeine kleine die Chemie Lenzing kommt und die Ergebnisse nimmt, weil das ist alles nicht patentiert. Das hat einen großen wirtschaftlichen Grund und ich glaube nicht, dass Open Science in irgendeiner Weise versucht, das Patentwesen zu eliminieren. Das wär absolut widersinnig. Open Science sagt, gib es bekannt, aber schütze es für dich. Und dafür gibt es eben dann unterschiedliche Lizenzen. Aber publiziere es, damit die anderen vielleicht was anderes damit tun können. Im Übrigen ist das meiste. Da geht es um die Grundlagenforschung, wo es inhärent nicht unbedingt jetzt unmittelbar anhängende wirtschaftliche. Ich meine, Patent kommt ja eigentlich von Patera ist offenlegen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Also das heißt, ja. Patent heißt ja eigentlich, ich kann was publizieren. Das ist ja, ich kann es publizieren, aber der wirtschaftliche Nutzen ist geschützt. Trotzdem ist meine Frage, würde mehr Open Science letztlich auch zu mehr Qualität führen? Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Also aus meiner Sicht glaube ich schon, dass die Vernetzung von Wissen zu einem besseren Output führt. Also zumindest wir sehen es in den Kreativprozessen, ist das einfach so. Wenn ich sage, okay, ich habe 5 Entwickler, die am selben Thema forschen sozusagen und die setzen wir zusammen für 3 Stunden und die versuchen zu brainstormen, was wir denn Neues machen, da kommt nahezu nichts Neues raus. Ja, das kann ich also wirklich aus eigener Erfahrung sozusagen mehrfach hier auch hereinbringen. Ne? Umgekehrt, wenn ich sage, okay, da bringe ich jetzt ein paar Querdenker hinein, die mit dem ursächlichen Problem eigentlich gar nichts zu tun haben, das sind Störer. Ja? Und diese Störer motivieren die Know-how haben zu dem Ganzen sozusagen mal grundlegend anders zu denken. Und das sind genau die wertvollen Faktoren. Und ich glaube, wenn man das weiterspinnt und sagt, wenn man nur jetzt die Disziplinen, die hier an der Karl-Franzens-Universität vertreten sind, einmal ein bisschen besser vernetzen würde. Ja? Aber da sind auch schon mal die Fakultätsgrenzen eine natürliche Barriere, wo einfach nichts drüber geht, ja, weil einfach die Prozesse der Universität sie blockieren. Also da fängt schon die erste. Also ich glaube, sie dürfen die Wissenschaftler nicht für allzu blöd sein. Nein, nicht blöd, aber ich sage, es gibt. Damit, ich versuche ein bisschen Leben in die zu bringen, damit verbreiten sie das Bild dieser bornierten Idioten, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen und jetzt müssen sie kommen und sagen, ich vernetze euch jetzt. Was glauben Sie, wie vernetzt Wissenschaftler sind? Die tun die ganze Zeit nichts anderes, wie auf Tagungen fahren, sich gegenseitig erzählen. Schauen Sie sich an, wie viele Autoren eine Publikation im Nature hat. Im Durchschnitt sind das, glaube ich, 10 oder 12. Und zwar aus unterschiedlichen Institutionen. Sie können moderne biomedizinische Forschung nicht machen als Einzelwissenschaftler. Auch nicht machen als eine einzelne Gruppe. Sondern Sie brauchen ein riesiges Umfeld und dann brauchen Sie jemanden, der Ihnen die Mäuse inkubiert und der Beste sitzt in Leiden und dann kooperieren Sie mit denen. Also ich glaube, das ist ein unglaubliches Vorurteil, dass Sie hier, dass diese Leute, dass durch mehr Vernetzung würde die Wissenschaft besser werden. Es findet so viel Vernetzung statt. Ja, Sie sagen Sie doch selbst, dass es so ist, oder? Sie findet sowieso statt, aber da gibt es keinen zusätzlichen Bedarf. Da gibt es nicht die Notwendigkeit, dass man hergeht und Leute
zusammenbringt. Ich glaube, dass es beides gibt. Also was tatsächlich en vogue ist und sehr gut funktioniert, ist internationale Vernetzung oder Vernetzung an den Instituten natürlich. Aber was zum Beispiel im österreichischen Wissenschaftssystem gar nicht so unterstützt wird, jetzt in jüngster Zeit schon wieder, ist Vernetzung an der eigenen Universität, also über die Fakultätsgrenzen zum Beispiel hinaus, interdisziplinäre Vernetzung in diesem Sinne. Sie wissen, wie schwer es die Interdisziplinen haben, generell in der Scientific Community. Und Vernetzung zwischen den österreichischen Universitätsstandorten. Haben Sie es selber beschrieben, da gibt es eher sozusagen Auflösungserscheinungen, also Vervielfachung der Standorte und dann auch der Kosten, was zum Beispiel Literatur betrifft. Ich denke mal, worüber wir schon auch nachdenken sollten, ist sozusagen diese Abschottungs- oder Ausschlusstendenzen, die es da und dort schon auch noch gibt. Wie gesagt, ich bin eher Verfechter der Theorie, dass Open Science sich allmählich mehr und mehr durchsetzt. Aber es gibt schon gegenläufige Tendenzen auch. Auch das hat Professor Kratke erwähnt. Selbstverständlich ist das Patentieren das Monopolisieren. Monopolisieren, das hat ein Lehrer dieser Universität sehr gut durchanalysiert, nämlich der Herr Schumpeter, Josef Schumpeter, ist auch ein Problem in der Ökonomie. Auch in der Ökonomie ist es besser, wenn immer wieder Zwergen auf den Schultern von Riesen stehen. Wenn mir sozusagen eine Wissensallmende besteht, wo man hingreifen kann, schnell zugreifen kann und darauf wieder aufbauen kann. Das heißt, wie lange Patente wirksam sind oder wie lang es für mich ein rechtliches Problem ist, einen Aufsatz vom Herrn Arnold Gehlen, den Sie nicht kennen, das ist ein Philosoph aus den 50er Jahren, ein Technikphilosoph aus den 50er Jahren, nicht zu kopieren und an meine Studierenden einfach so weiterzugeben. Ich habe tatsächlich eine Klagsdrohung gekriegt von den Erben vom Herrn Gehlen, weil er in den 50er Jahren einen brillanten Aufsatz geschrieben hat und ich das etwas unvorsichtig halt unter die Leute gebracht habe. Ist sofort der Brief zu mir gekommen, dass das illegal ist und dass ich gefälligst das einstellen soll oder was zahlen soll. Verstehen Sie, das sind dann so plötzlich die kleinen, das kleine Aufflackern des sich Abschließens von Wissenschaft. Und ich glaube, an dieser Front sollte man arbeiten. Dort muss man dranbleiben und sich wirklich nur mehr Gedanken machen über das Ermöglichen von Generika. Sie wissen, wie wichtig das ist, beispielsweise in den Entwicklungsländern, dass auch die relativ kostengünstigen Zugang haben zu fortgeschrittenen Medikamenten. Also wie lange ist ein Patent wirklich wirksam? Auf eine hochwirksame Substanz, die mit unglaublichem finanziellen Aufwand, deswegen steht ihnen natürlich auch eine gewisse Zeit lang Monopolgewinn zu, mit unglaublichem Aufwand von Novartis entwickelt wurde, um ein Beispiel zu nennen. Wie lange steht ihnen das zu? Wie sollte man das begrenzen, diesen Monopolgewinn, der damit verbunden ist? Detto eben diese Rechte von Autoren, von Erben, dieses Copyright, diese Eigentum an geistigen Hervorbringungen. Wie lange sollte man das begrenzen? Sollen das wirklich diese, was war das, 60 Jahre oder was ist es? 70 Jahre? 70 Jahre sein, wo dann wirklich eben die Erben ganz gut verdienen dran? Oder ist das nicht doch auch ein Punkt, den man diskutieren sollte im Rahmen des, weiß ich nicht, Copyright-Rechts oder so, Rechte des geistigen Eigentums, wo man das etwas verkürzen könnte, beispielsweise? Also ich glaube, es besteht ein riesiger Unterschied zwischen einem Schriftsteller, der sich hinsetzt und einen Roman schreibt. Das ist tatsächlich sein geistiges Eigentum und soll es auch bleiben, solange er lebt und danach für die Erben noch 70 Jahre. Oder einem Musiker, der etwas komponiert. Der lebt davon. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen so jemandem, der eine eigene kreative Leistung erbringt, und jemandem, der im Auftrag als Bediensteter der Universität Graz eine Forschungsleistung erbringt, die finanziert wird vom österreichischen Wissenschaftsfonds, der ja immerhin Steuergelder verdient. Und das ist der Unterschied, den Open Access ansprechen muss. Es geht nicht darum, die Leistung, Copyright als solches zu definieren und zu schützen, das ist eine Leistung der Neuzeit und das hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass es so etwas gibt wie freie Künstler und freie Schriftsteller. Es kann nicht das Ziel von Open Access sein, dass jetzt 5 Jahre später jemand kommen kann, das nimmt, was weiß ich, den Roman nimmt und unter seinem Namen
publiziert und sagt, jetzt mache ich das Geschäft. Das ist mit Sicherheit nicht das Ziel, sondern es geht um öffentlich finanzierte Forschung, wo die Öffentlichkeit jemanden beauftragt hat oder jemanden finanziert, das zu tun. Und dort gibt es dann eben ein legitimes Recht, dass der Rest der Welt diese Ergebnisse möglichst rasch erfährt und darauf zugreifen kann, in der ganzen Breite, wie sie dargestellt wurde. Einverstanden. Es soll ja um Open Science gehen. Der Herr Gehlen war sehr renommierter Universitätsprofessor an der Universität Speyer, also ein öffentlich finanzierter Wissenschaftler, und nicht um Open Art. Das ist ganz was anderes. Tatsächlich müssen Künstler manchmal davon leben, dass sie immer wieder Geld kriegen für ihre Hervorbringungen. Ich wollte die Frage, oft ist Forschung ja Ergebnis von Forschung nach einem Satz Daten. Und mich interessiert speziell die Sache, welche Institutionen, wer kümmert sich eigentlich darum, dass die auch ordentlich archiviert werden? Also wo sollen die eigentlich sein? Kümmern sich die Journale, kümmern sich die Open Access Journale eh schon drum? Sollten sich eher die Bibliotheken drum kümmern? Was passiert mit Daten, die in 60 Jahren noch da sind? Geht es jetzt um die Forschungsdaten, die den Publikationen zugrunde liegen? Zum Beispiel. Ja, also nachdem sich in den letzten 5 bis 10 Jahren immer mehr Open Access Repositories gegründet haben oder immer mehr gebaut wurden an den Universitäten, die einmal prinzipiell die Publikationen gesichert haben, ist jetzt der neue Auftrag eigentlich auch die Forschungsdaten, die dahinter stehen, zu archivieren. Und das ist the next big thing eigentlich für Bibliotheken, diese Infrastruktur aufzubauen, auch die Forschungsdaten, die dazugehören, mit abzuspeichern und, sagen wir mal, in einen Vorbereitungsstatus für eine Langzeitarchivierung zu bringen. Echte Langzeitarchivierung, wenn wir da von mehreren Jahrzehnten und hunderten Jahren sprechen, ist damit noch nicht gegeben. Diese Leistung können Bibliotheken alleine nicht bringen. Nach meinem Stand ist es eher so, dass das nationale Initiativen sein müssten, dass das Staatsarchiv oder staatliche, also bundesstaatliche Initiativen eine langfristige Archivierung sicherstellen müssten. Das ist für einen alleine viel zu teuer. Es ist unglaublich teuer, wirklich Langzeit zu archivieren. Aber ja, es sind Aufgaben von Bibliotheken und Archiven, auf jeden Fall. Open Peer Review, kannst du kurz? Ja, also es gibt zumindest eine Plattform, die ich kenne, das ist die Faculty of 1000. Und die Idee ist relativ simpel. Man schickt dort eine Publikation hin, dann wird sie zuerst einmal von einem Editor überprüft, ob sie grundsätzlich sowas wie Pseudowissenschaft ist oder Thesen vertritt, keine Ahnung, zum Beispiel, dass das Perpetuum mobile erfunden worden ist. Sowas wird in dem Stadium dann ausgefiltert. Und dann wird die Publikation, sobald das geklärt ist, grundsätzlich dieser wissenschaftlichen Publikation, wird sie sofort online gestellt. Und es gibt, glaube ich, 2 Varianten. Momentan ist es so, dass man für diese sofort online zahlen muss als Betrachter. Aber für mich in einem normalen Open Peer Review Prozess wäre das sofort online, man kann sie sofort anschauen. Und dann gibt es Experten auf der Plattform, die dieses quasi Nachhinein reviewen, ne? Und im Nachhinein ihre Meinung dazu abgeben. Und dann wird die Publikation am Ende dieses Peer-Review-Prozesses, der halt öffentlich ist, wo man jederzeit diese Meinungen einsehen kann, entweder in den Kanon übernommen oder sie wird quasi wieder verstoßen. Ich möchte gerne zurückkommen auf Ihre Finanz, weil für mich, glaube ich, was dort eben großes Problem ist, weil wir haben es jetzt schon in Österreich, aber was man zum Beispiel alles in Österreich öffentlich publiziert wird, aber in China nicht. Und sie nutzen plötzlich alle österreichischen Manufakturprozessen, die geforscht sind, oder was von den Regierungen zusammenarbeiten mit den Firmen und ein Teil von den Forschungen zahlt, was auch oft passiert und auch sehr viel auf EU-Ebene passiert. Wie machen wir dann den Open Science, ohne dass wir das Gefühl haben, etwas zu verlieren? Das ist eine philosophische Frage. Ja. Grundlagenforschung lebt davon, dass kommuniziert wird,
Jetzt gibt es natürlich immer wieder, auch in Österreich, Sie haben vielleicht den Herrn Leitl schon mal gehört, der hat ja mal öffentlich verkündet, Österreich braucht keine Grundlagenforschung, weil die kann man ja in Nature lesen und wir wollen nur angewandte Forschung haben. Tatsächlich ist es so, dass entwickelte Länder alle hochentwickelte Grundlagenforschung, das korreliert auch mit dem Einkommen des Landes, und das ist offen. Das funktioniert nur, wenn es offen ist. Dass es Parasiten gibt und parasitäre Ereignisse, das ist richtig. Das ist unvermeidbar und das gehört einfach dazu. Aber ich möchte zu den Repositories noch was sagen, das kann man nicht so stehen lassen. Erstens einmal gibt es viele fachspezifischen Repositorien in der Biomedizin, alle Gensequenzen, alle 3D-Kristallstrukturen, das wird alles deponiert und gute Zeitschriften verlangen, dass die entsprechenden Daten in den fachspezifischen Repositorien deponiert werden. Repositories ist was immens fachspezifisches. Wenn Sie archäologische Artefakte haben, dann müssen Sie die klarerweise anders deponieren wie biomedizinische Sequenzdaten. Also das ist die eine Antwort und es gibt eine große Diskussion, ob man solche Daten lieber fachspezifisch international oder in nationalen Repositorien deponieren sollte. Uni Wien hat jetzt, es gibt alle möglichen Initiativen und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber jeder Wissenschaftler ist verpflichtet, gemäß den Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis, seine Daten mindestens 7 Jahre aufzuheben. Um die Möglichkeit, damit andere Wissenschaftler in einer idealen Welt die Möglichkeit haben zu sagen, zeig mir deine Daten, ich glaube, du hast sie falsch ausgewertet. Das wird natürlich nicht rasend ernst genommen, aber in Fällen, wo es wirklich dann um Scientific Misconduct geht, da wird darauf zurückgegriffen. Und wann immer Sie, und ich war öfter, ich bin auch Vorsitzender der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität, wann immer Sie jemanden fragen und sagen, könnten wir die Daten haben, und er sagt oder sie sagt, ja, das ist leider Gottes, da gab es einen Computerabsturz und die Daten sind jetzt leider Gottes weg, dann können Sie sich schon denken, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Aber es ist nicht so, dass wissenschaftliche Integrität erst durch Open Access ermöglicht wird. Das ist auch jetzt schon eine Verpflichtung. Und es ist jetzt auch schon eine Verpflichtung, dass Sie kooperieren und jeden, der die Daten will oder die, was weiß ich was, die Zelllinien, die kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist der Standard in der Wissenschaft. Der ist natürlich auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich, weil es halt auch um unterschiedliche Probleme geht. Ich will kurz noch ergänzen, die Langzeitarchivierung kann aber der einzelne Wissenschaftler nicht leisten. Also da muss man sich an die Institutionen wenden. Oder eben an internationale Repositories. Also wie gesagt, sämtliche Gensequenzen sind in einer Datenbank und international frei zugänglich ist, sämtliche Röntgenkristallstrukturen sind in einer einzigen Datenbank, die international zugänglich ist. Bitte. Jetzt haben Sie gesagt, dass sehr viel Müll produziert wird in den Wissenschaften. Ich kann das bestätigen, in Wirtschaftswissenschaften, es gibt sehr viele redundante Papers, die wirklich null Selbstinformation liefern. Überall. Also einerseits ist wahrscheinlich diese Indikatormentalität, wie wir Wissenschaftler gemessen werden und bewertet werden, glaube ich, ein großes Problem, dass einfach wirklich auf Teufel komm raus produziert, publiziert wird, teilweise Papers, wo nur die Überschrift leicht verändert wird und dann dasselbe drinnen steht. Andererseits glaube ich auch, weil die etablierten Journale im Wettbewerb miteinander stehen, dass diese wohl auch nicht immer die beste Qualität bei den Artikeln publizieren. Also müsste man sich vielleicht grundsätzlich überlegen oder mal die Anreizsysteme des Wissenschaftswesens neu überdenken. Aber das geht natürlich jetzt über Open Access und Open Science. Sie haben vollkommen recht. Jedes Wort stimmt, aber natürlich, das ist ein großes Projekt. Damit müssen Sie die ganze Wissenschaft. Weil es diesen internationalen Wettstreit gibt und das ist ein Wettkampf, da versucht jeder den anderen zu übertrumpfen. Und da passieren eben solche Dinge. Aber wenn man einen Wettbewerb mit der Open Science rausnehmen würde, zwischen den Journalen zum Beispiel, würde das schon. Die Frage wurde ja früher überhaupt gestellt, ob es in Zukunft Journale geben wird. Weil dieses Format Journal, das kommt ja aus der Druckwelt.
Es gibt jetzt eine Zeitschrift, Plus One, die die größte Zeitschrift der Welt ist, die nicht mehr so in Journalkategorien denkt. Ich glaube, das kann kein Mensch voraussehen, was aus dieser Kombination Internet, Open Science entstehen wird an wissenschaftlichen Kommunikationsstrukturen, das kann kein Mensch voraussagen. Ja, aber wenn jeder dann alles publizieren kann, heißt es dann nicht, dass es theoretisch möglich wäre, dass dann sogar noch mehr publiziert wird? Natürlich, das wird noch mehr. Der Schatz könnte ja auch von hinten losgehen. Er geht auch nach hinten. Aber das macht ja auch nichts. Das ist ein lockerer, wirklich. Die also Open Access Zeitschriften, da gab es im letzten Science einen Artikel, dass jemand an 260 Open Access Zeitschriften einen völlig absurden Artikel geschickt hat. Lesen Sie es nach, es ist im letzten Heft von Science was. Und der wurde von 100, und zwar mit absurden Fehlern, die jeder Reviewer sofort feststellen kann, der wurde von 100 Zeitschriften angenommen. Aber noch, also ich behaupte, dass das nicht so viel macht. Also die Selbstreinigungskraft, nämlich auf mittlere Frist schon, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, der Wissenschaft ist so groß, dass solche Erscheinungen es zwar gibt, aber relativ schnell wieder an den Rand gedrängt werden. Das sagen Sie so. Nicht wirklich große Bedeutung hat. Da gibt es dann auch schöne Einzelfälle, die dann wirklich eine große Karriere gemacht haben. Aber noch einmal, wir dürfen ja nicht vergessen, was ich sozusagen nicht erwähnt habe, in diesem großen Zug hin zu Open Science, Alphabetisierung der Gesellschaft, Maria Theresia, Akademisierung der Gesellschaft, die jetzt im Moment gerade stattfindet. Also die Zuwachsraten bei den Akademikern sind enorm. Das heißt, die prinzipielle Möglichkeit, es geht ja um diese Zugänglichkeit, prinzipielle Zugänglichkeit von Wissenschaft, nimmt natürlich gewaltig zu jetzt in diesen Zeiten. Das heißt, auch die kritische Öffentlichkeit und eben das Erkennen von Fraud, von Betrug, die Möglichkeit, das zu erkennen, nimmt zu. Also ich würde mich nicht mit peripheren Erscheinungen befassen. Die Frage ist tatsächlich, werden die Verlage ihren Kampf, den sie jetzt noch führen, gewinnen, das heißt als ökonomische Einheiten überleben, oder gibt es in 30, 40 Jahren etwas ganz was anderes, was wissenschaftliches Publizieren bedeutet? Welche Qualitätsindikatoren müsst ihr dann geben? Ja. Peer Review. Also das ist wie mit der Demokratie. Das ist sicher eine der schlechtesten Staatsformen, aber es ist nichts Besseres erfunden worden. Nein, es gibt ja Peer Review. Also, ja in anderen Bereichen. Es müssen Kollegen sagen, ob das halbwegs brauchbare Wissenschaft ist, die sie da geschrieben haben oder nicht. Es müssen Leute sein, die auf gleicher Augenhöhe mit ihnen oder vielleicht sogar eine Spur über ihnen drauf schauen. Da gibt es tatsächlich nichts Besseres. Darüber ist schon oft nachgedacht worden. Es gibt nichts Besseres. Also es müssen Peers das anschauen und kritisch ihnen eine Rückmeldung geben. Darf ich doch mal? Das große Problem ist, wie gesagt, dass es diese Engführung gibt auf Indikatoren, wie es angesprochen worden ist. Diese Engführung auf Impact Points. Es zählt eben nichts mehr, wenn ein Wissenschaftler einen spannenden Beitrag in Standard oder Presse verfasst, was sehr wichtig ist, glaube ich, im Sinne der Popularisierung wiederum der Wissenschaft, im Sinne der offenen Wissenschaft. Das wird nicht gerechnet. Damit kann er sich brausen gehen, wenn man das so krass formulieren möchte. Ja, also ich glaube aber, dass das gerade aufgrund des exponentiellen Wachstums der Wissenschaft sinnlos ist, rein auf qualitative Bewertung zu hoffen. Also es gibt ja bereits aus dem 17. Jahrhundert Menschen, die haben sich da beschwert, dass zu viele Bücher publiziert werden. Also Price hat es schon gezeigt, im Prinzip seit es Wissenschaft gibt, steigt sie exponentiell in den Artikeln, in den Wissenschaftlern, in den Journalen, das hat sie irgendwann abgeflacht, aber in den meisten Indikatoren nach wie vor. Deswegen glaube ich, kann man gar nicht ohne quantitative Indikatoren auskommen, weil für jede Publikation brauche ich im Prinzip 2, 3 Wissenschaftler, die dann draufschauen. Ne? Und wenn schon die Artikel exponentiell steigen, dann müssten die ja noch überexponentieller steigen, was, glaube ich, unrealistisch ist. Also ich glaube schon, dass wir quantitative Indikatoren brauchen und dass wir sie auf eine viel breitere Basis stellen müssen. Ne? Dass wir sie nicht auf dieses Zitat hin reduzieren. Ne? Also es gibt mittlerweile auf Webplattformen viele andere Möglichkeiten zu schauen, wie viele Zugriffe gibt es, wie oft wird darüber in Blogs gesprochen, wie oft wird der Artikel getweetet. Ne? Und jeder Indikator für sich genommen ist wieder nicht die reine Wahrheit, auf keinen Fall. Ne? Und jeden von diesen Indikatoren kann man wieder manipulieren. Auf der anderen Seite, wenn man ein Spektrum hat an Indikatoren,
dann hat man, glaube ich, eine bessere Chance, den Artikel tatsächlich zu bewerten. Und nur ganz kurz noch zu diesem Open Access Ding da in Science. Also ich glaube, das war interessant in Bezug auf dieses Goldmodell. Es ist im Prinzip das ganze System ja sowieso schon öffentlich finanziert. Das heißt, im alten System, sagen wir mal, hat der Staat die Wissenschaftler bezahlt, damit sie die Wissenschaft produzieren. Und dann hat er wieder Geld ausgegeben, um es von den Zeitschriften wieder zurückzuverlangen. Und jetzt gibt er einfach diese ganze Summe quasi für die Wissenschaftler aus und die zahlen dann den Verlagen was, damit die das publizieren. Ich glaube, viel sinnvoller wäre es, wenn sie jede Community, jede Disziplin, so wie bei den Datenrepositories, einfach eine Publikationsplattform leistet, diese betreibt, dort das Peer Review organisiert und das wäre aus meiner Sicht wesentlich effizienter, nicht nur um das Publikationssystem zu leisten, sondern auch um auf die Informationen wieder zuzugreifen. Weil heute gibt es genau drei Firmen, die das gesamte wissenschaftliche Wissen indiziert haben. Das ist Google, das ist Elsevier und das ist Thomson Reuters. Und das Einzige, wie wir auf dieses Wissen zugreifen können, ist ein Suchfeld. Und das ist für mich so, also das war nämlich Teil meiner Dissertation. Wir könnten heute riesige Wissenschaftslandkarten zeichnen, wo wir von ganz oben nach ganz unten jedem den kompletten Überblick über die gesamte Wissenschaft geben. Also das wird Monate, jedem sicher Monate ersparen, solche Landkarten zu haben. Und es wäre technisch möglich, es wäre methodisch möglich, aber wir haben einfach nicht die Daten, um das zu machen. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht wesentlich einfacher, auf solche Plattformen zu kommen. Ich möchte noch ganz kurz ergänzen zu den Impact-Faktoren. Ich glaube, der springende Punkt ist bei Altmetrics, die ja eben verschiedene Faktoren mit einbinden und nicht nur die Zitate rechnen, ist, dass man auf die Artikelebene endlich runterkommt. Impact-Faktoren werden für Zeitschriften vergeben und nicht für die Artikel, die da drin sind. Man kann nur dann den mehr oder weniger guten Rückschluss ziehen, dass ein Artikel, der in der Zeitschrift veröffentlicht wird, auch gut ist, weil die Zeitschrift im Gesamten gut ist. Aber eigentlich sagt das nichts über den Artikel aus. Und solche Article-Level-Based Metriken sind viel eindeutiger. Und das würde auch diesen Konkurrenzkampf innerhalb der Journals tangieren, weil die müssen dann ja schauen, dass sie originäre Artikel bekommen und nicht einfach nur das nochmal abdrucken mit einem anderen Titel. Also die, ja. Das ist ein interessantes Thema, wie wahrscheinlich, es sind ganz viele ganz interessante Themen, aber wir kommen jetzt von Open Access etwas ab. Ich würde auch ganz gerne nochmal auf die anderen Open Doppelbegriffe da eingehen, vor allem erstmal auf Open Educational Resources. Weil das Beispiel Gehlen geht ja in die Richtung. Also was kann ich machen, wenn ich unterrichte und ich verwende Material, das ich ganz leicht kopieren kann heute, beziehungsweise weitergeben kann und ich werde im Grunde durch das, sagen wir, Urheberrecht im weitesten Sinne dann daran gehindert. Es gibt ja diese OER-Bewegung, jetzt gab es auch unter anderem von Graz ausgehend ja auch so einen Open-Online-Kurs zu OER. Kann man damit rechnen, dass auch da es sozusagen einen breiteren Impuls gibt? Also dass der FEF zum Beispiel sowas auch unterstützen würde? FEF unterstützt Forschung, kann ich sagen. Ja, aber man kann es ja nicht komplett voneinander trennen. Also im sozusagen Hochschulalltag ist es ja ein permanentes, also fast jeder ist ja im Grunde in der Situation, die Sie davon gehen, erzählen, dass man, sobald man auch nur was weitergibt, schon belangt werden könnte. Also man kann die Möglichkeiten, selbst die simpelsten Möglichkeiten des Netzes im Grunde nicht ausnutzen, aufgrund des bestehenden Urheberrechts. Ja, das ist ein Problem der Unis. Ja, auch der Schulen. Auch an den Schulen ist das Problem, wie kann ich Material weitergeben? Was kann ich verwenden? Wozu kann ich noch was dazu machen? Das ist halt die gesetzliche Situation, die wir sie jetzt haben. Und die ist eigentlich fatal, finde ich. Also die ist für jeden, der unterrichtet. Sie hat dieselbe Situation, dass es Einrichtungen gibt, die Geld investieren, Educational Resources, wenn sie es ordentlich machen, kosten ein Schweinegeld. Jetzt macht die Harvard University einen Kurs in, ich weiß es nicht, Genetik von Fliegen, investiert 500.000 Euro da hinein
um sich eben ein besonders, um ihr Profil in der Biomedizin zu schärfen. Und jetzt kommen Sie und sagen, das muss aber die Universität Graz bekommen können, weil das ist Open Education. Da werden Ihnen die Inhaber sagen, tut mir leid, das ist unser Geschäft. Wir machen ein Geschäft. Uni ist auch ein Geschäft. Und es gibt kein Grundrecht. Und das selbe passiert übrigens auch zwischen der Universität Graz und der Universität Wien. Auch wenn die Universität Wien Geld in die Hand nimmt, wird sie nicht automatisch wollen, dass derselbe Kurs, den sie um viel Geld erstellt haben, jetzt kostenfrei von der Uni Graz. Sondern sie wird sagen, okay, dann müsst ihr uns was zahlen. Und das ist genau das Geschäft, das wir haben zwischen allen Marktteilnehmern. Das hat, also so her das Ziel ist, alle sollen alles kriegen, leben wir in einer kapitalistischen Welt. Und auch Universitäten sind zwar öffentliche Einrichtungen, aber sie sind vorbildfähig, wie wir wissen, und schauen aufs Geld. Und wollen jetzt nicht unbedingt die Wurzeln sein. Aber ist es nicht auch da so, dass gerade, sagen wir, die guten oder sehr guten Universitäten und Institutionen wie das MIT enorm viel schon offen und gratis auch publizieren und im Grunde wenig Hemmungen haben und es ihnen auch überhaupt nicht wirtschaftlich schadet? Genau wie es ja auch IBM ist. Wenn sie es ins Netz stellen, haben sie eh kein Problem. Ja. Sie haben ein Problem mit den Leuten, die sagen, das ist Copyright, das gehört mir. Wenn das MIT sagt, das gehört mir, dann ist es ja, dann haben wir ja kein Problem. Ja, oder es gibt ja. Aber der Schluss, dass deshalb das MIT für einen Kurs sagt, den stellen wir frei ins Netz, dass sie jetzt von jeder amerikanischen Universität alle Kurse kostenlos bekommen, der ist einfach unrichtig. Nein, ich meine, der erste Schritt müsste ja sein oder könnte ja sein, dass man nur dazu ermutigt, Material unter offene Lizenzen zu stellen, sodass es weiterverwendbar ist. Das heißt ja nicht, dass ich fordere, dass ich alles verwenden kann, sondern nur erstmal, dass man dafür sorgt, dass möglichst viele Leute so publizieren, dass es weiterverwendbar ist. Ja, ich meine, es hilft mir, ich unterrichte Online-Journalismus unter anderem, wenn ich etwas mache, greife ich auf sehr viel Material zurück und andere können leicht auf mein Material zurückgreifen. Ich profitiere enorm davon, dass ich 30 Kollegen in den USA habe, die weiter sind als ich, deren Material ich permanent verwenden kann. Also es kommt allen zugute, wenn ich das kann. Ein Großteil dieser Dinge werden, wenn Sie, also ich weiß, Prüfungsfragen, die werden von Firmen in Amerika gemacht und die verkaufen die. Und die verkaufen sie ihnen. Die Graduate Record Examination ist ein Riesenchef. Die werden ihnen das verkaufen. Aber kein Interesse haben, dass sie das einfach verwenden. Das ist ich glaube, das gilt für alle Education Resources. Ich glaube nicht, in Österreich sind wir ja basisfinanziert, oder? Also von dem her müsste eigentlich jeder Forscher an der Uni sozusagen die Möglichkeit haben, dass er sein Material zur Verfügung stellt, ohne dass er einen wirtschaftlichen Schaden leidet, oder? Er hat die Möglichkeit, aber er hat nicht die Verpflichtung. Ich denke mal, das müssen wir uns ja auch eingestehen, das ist eben das Feld politischer Auseinandersetzung. Also da geht es schon auch um Werthaltung in einer Gesellschaft, ob man sagt, Bildung, Ausbildung bis hin zur tertiären Bildung sollte sozusagen ein Gemeingut sein, ein Public Good sein oder ein Private Good sein. Das ist, gilt ja für viele Dinge in unserem Leben, dass das eine offene Auseinandersetzung ist. Das ist ein offener Konflikt, das ist nicht jetzt endgültig entschieden. Und selbstverständlich wird eine Ivory League Universität wie Harvard versuchen, aus bestimmten Items, die sie hervorbringen, Güter zu machen, Geld draus zu machen. Selbstverständlich ist ja ganz normal. Das ist dort auch sozusagen die gesellschaftliche Grundhaltung, das ist üblich, man fordert natürlich ordentlichen Studiengebühr und so weiter. Also das ist Kultur dort. Bei uns gibt es in Europa ein bisschen andere Kultur, in Österreich ein bisschen andere Kultur. Es ist eine Auseinandersetzung. Dem müssen wir uns eben erstellen. Da muss man sich ja selber entscheiden, was will ich? Will ich eher forcieren, dass Bildung bis rauf zum ersten oder zweiten akademischen Abschluss wirklich im Wesentlichen gratis ist? Im Wesentlichen. Immer im Hinterkopf behaltend, dass unsere Akademiker sich in ganz hohem Maße selber reproduzieren. Also Studierende kommen weit überproportional, das ist eine unangenehme Wahrheit, aus Akademikerhaushalten. Also
Das ist nicht so gelungen, wie man das eigentlich glauben möchte, dass da jetzt das sozusagen so ein breites öffentliches Gut geworden ist, nämlich tertiäre Ausbildung, Ausbildung auf Hochschulniveau, Universitätsniveau. Oder sprechen wir eher dem das Wort, dass man natürlich auch Ausbildung gerade im höchsten Bereich gut machen kann, dass man verkaufen kann, dass man dorthin alloziert, dorthin gibt, wo am meisten bezahlt wird. Jetzt, glaube ich, zieht man zuerst und dann du und dann. Ich möchte zu diesen Bildungsressourcen noch was sagen. Also ich bin aus den Nachhaltigkeitswissenschaften und da ist es schon irgendwie das Credo, dass man sagt, man will sein Wissen teilen und man lebt davon, dass man sein Wissen teilt. Das ist in den Naturwissenschaften sicher wieder was anderes. Und wir haben jetzt erst kürzlich zum Beispiel ein Projekt mit der BOKU und der Uni Graz gehabt, also von der Uni Graz auch initiiert, das nennt sich Systemikum und das war eben so eine Online-Plattform, die wir aufgebaut haben, wo wir Lehrenden von allen Disziplinen einladen und dort ihre Lehrmaterialien, Ressourcen, Experimente und sowas online zu stellen, frei zugänglich online zu stellen, halt in den Nachhaltigkeitswissenschaften. Und das spricht aber ein bisschen an das an, was Sie vorher erwähnt haben. Wir sehen hier schon sehr klar, dass wir sind jetzt eine kleine Gruppe, die arbeiten an dem Thema, wissen aber nicht, was passiert an der Uni Graz überhaupt im Bereich Nachhaltigkeit als Beispiel, an anderen Fakultäten, an anderen Instituten, weil der Austausch oft schon schwierig ist und gerade in kleineren Rahmen. Wir sind in unserer Nachhaltigkeitstechnologie sehr gut vernetzt, aber was in anderen Disziplinen passiert, die uns sehr wohl sehr viel nutzen können, ist oft schon noch schwierig. Und da helfen solche Plattformen sehr wohl. Und ich bin jetzt neugierig, wie gut sie genutzt wird und wie viele das eben wirklich auch selbst an Ressourcen aufstellen. Aber das sind, glaube ich, schon. Das ist ein so ein Beispiel und es gibt schon auch mehrere und auch sehr viele wirklich dort Universitäten oder so stellen eben ganze Online-Kurse ins Netz, auch frei verfügbar ins Netz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft so ist, dass man sagt, zum Beispiel Einführungsvorlesungen, diese online und dann von Universität XY von uns angerechnet und dann widmen wir uns wirklich in gezielten Kursen, wie kann man das auf meinen Kontext herunterbrechen, was bedeutet das dann, dass man da irgendwie einfach dann sagt, man hat mehr Geld wirklich für kleinere Kurse dann auch zur Verfügung. Ich glaube auch, dass man, wenn man sagt, Grundlagenforschung soll frei verfügbar sein, dass man vielleicht den Begriff Grundlagenlehre auch einführen kann. Dass man sagt, eine Basis soll auch öffentlich zugänglich sein und reusable sein, damit man einen gewissen Grad erreicht. Ich wollte noch, weil wir jetzt bei der politischen Dimension angekommen sind und dass da keine falsche Vorstellung kommt. Amerika ist jetzt nicht unbedingt bekannt für den außenfunden Kommunismus, aber Amerika ist auch im Bereich Open Science mit Abstand Vorreiter. Also die National Science Fund und NRI National Health Institute, die werden verpflichtet schon seit Jahren und jetzt ab 2013 wird Open Access verpflichtet für alle öffentlichen finanzierten Wissenschaften, für alle Publikationen. In Amerika ist das rechtlich verankert, ab sofort auch die Daten. Also das ist, wir reden hier nicht über Utopien, sondern wir reden von gelebter politischer Realität. Dasselbe findet in England statt. Ab 2014 wird wahrscheinlich die ganze Wissenschaft offengelegt werden müssen, wenn es öffentlich finanziert wird. Das ist natürlich immer die Frage mit Drittmittelfinanzierung und so weiter. Da sind viele komplexe Fragen noch dahinter. Und auch in Europa mit Horizon 2020, mit dem nächsten Rahmenprogramm, wird Open Access mandatory, also das wird verpflichtend werden. Also die Geschichten kommen, die Geschichten sind schon da. Der Diskurs fehlt, glaube ich, auch eher noch. Und nicht, dass man irgendwie so glaubt, die Amerikaner sind jetzt so die großen Konkurrenzmarktmenschen. Meine Erfahrung ist genau umgekehrt, dass die innovativen Zeichen erkannt haben, dass das Wissen, was generiert wird, vor Ort, das Kulturelle, das Soziale, das implizite Wissen, viel, viel wertvoller ist als die finale Publikation. Genau. Den Fortschritt, den aus Amerika gegenüber Europa in Sachen Technologie und Wissenschaft hat, haben die nicht nur wegen ihrem Geld oder weil sie irgendwie die großen Kapitalisten sind, sondern weil sie es verstanden haben, dass in einer offenen, innovativen Art und Weise Wissen sehr, sehr hohe Qualität erreichen kann. Und ich glaube, dass das, also ich wollte nur aufzeigen, da ist Österreich eher sehr verschlossen, die Angelsachsen sind da sehr. Wir haben jetzt schon ziemlich lange
diskutiert, obwohl es doch schneller vorgeht als die Zeit, als erwartet eigentlich. Aber ich würde gerne zwei Fragen nochmal in die ganze Runde stellen. Und die erste ist nochmal die Frage nach den Gefahren. Also es kam schon das Beispiel Heisenberg. Also gibt es Grenzen, wo Open Access zu gefährlich ist? Also die Nazis bauen die Atombombe oder Al-Qaida bekommt irgendwelche Mittel, biologische Waffen zu produzieren. Ist sowas vorstellbar? Also die... Das Beispiel von Heisenberg, das hat mit Open Access nichts zu tun. Die Deutschen hätten sich ohne weiteres, denn wenn die Amerikaner tatsächlich ihre Ergebnisse aus dem Manhattan-Projekt publiziert hätten, hätten sich die Deutschen die Subskriptionskosten der entsprechenden Zeitschrift vermutlich leisten können. Und das Gleiche gilt für Al-Qaida. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Natürlich kann Wissenschaft missbraucht werden. Das ist passiert dauernd und ist immer passiert in der Geschichte. Da können wir Beispiele ohne Ende nennen. Aber wie gesagt, die Missbraucher, es wird sowieso publiziert. Es ist nur der Kreis derer, die es sich leisten können, es zeitnah zu lesen. Früher oder später erscheint das meiste ja auch irgendwo in Google. Aber es zeitnah, dieser Kreis wird eingeschränkt. Aber gerade Leute, die es missbrauchen wollen, für die ist das in aller Regel kein Problem. Ehrlich gesagt, in der Grundlagenforschung sehe ich keinen Nachteil, sondern ich sehe eigentlich nur Vorteile, wobei ich allerdings einschränken muss. Es gibt Fachdisziplinen, die also sehr massiv den FAF kritisiert haben wegen seiner Open Access Politik. Und das ist also in erster Linie Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, Kunstwissenschaften. Die haben Argumente, die gehen in Richtung Copyright. Und die haben Argumente, die gehen in Richtung, das ist jetzt tatsächlich mehr als eine Forschungsleistung, die ich im Auftrage von meiner Universität oder einem Vorlaggeber, sondern das ist eine künstlerische Leistung. Und das beginnt bereits bei einem Historiker, der ein Buch über den Ersten Weltkrieg schreibt. Der sagt, das ist nicht meine normale universitäre Tätigkeit, sondern es geht weit über das hinaus und für das möchte ich einen Schutz. Und dort bin ich mir auch nicht so sicher, ob man ihm das sagen darf, du warst aber auf der Uni, die hat dir dein Gehalt gezahlt und deshalb ist jetzt alles, was du publizierst, zwangsweise Open Access. Von dort gibt es sehr viel Widerstand und den verstehe ich auch. Kann ich noch nicht richtig einordnen. Wobei man ja sagen muss, dass die allermeisten künstlerisch arbeitenden Leute durch ihre Produktion kaum Geld verdienen. Und das ist ja ganz klar. Die Zahl der das Historiker. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt, das Gefühl, das ist meines und das möchte ich mir zugeordnet haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jemand Geld verdienen will, sondern es hat damit zu tun, ich habe vor 3 Tagen mit Professor Pohl, einem sehr berühmten österreichischen Historiker, der hat gesagt, ich fühle mich beleidigt, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, der ist Mittelalterforscher, und der FAF zwingt mich, das mit einer Lizenz zu veröffentlichen, dass jeder kommen kann, das ein bisschen verändern kann und unter eigenem Namen weiter publizieren kann. Da habe ich ja gewisse Sympathie, dass dem das irritiert. Aber ist denn, ich meine, wenn man jetzt diese Creative Commons Lizenzen nimmt, die lassen sowas ja gar nicht zu. Na, da muss ja auf ihn zurückverwiesen werden und trotzdem kann das offen publizieren. Also, das ist eben schwammig. Da kommen wir in einen Bereich, wo das wörtliche Zitieren, wo die Historiker sagen, es gab bisher eine Kultur des Zitierens mit Anführungszeichen und das war also eine klare Sache und wenn man das nicht gemacht hat, dann hat man Plagiat gemacht. Und jetzt mit also den großzügigen Lizenzen gilt das nicht mehr. Die Wikipedia muss ich nicht mit Anführungszeichen zitieren, sondern da sage ich dann ihr einfach, ich habe etliches aus der Wikipedia genommen. Das ist auch okay. Aber dazwischen gibt es dann eben Texte, die eine Person als eigene kreative Leistung ansieht und die will das nicht, dass das in der Art und Weise verwendbar gemacht wird. Aber ich komme gleich, ich will mal fragen, wo sind... Du verstehst ja Offenheit, glaube ich, auch noch wesentlich breiter als nur Open Access. Wo gibt es für dich, es ist eine pauschale Frage, aber wo ist da die Grenze? Nein, ich glaube immer so,
also ich bin bei dir bei deiner Ansage, wenn man so einen Prozess durchläuft, der beginnt mit einem Geistesblitz und der endet mit einer Dokumentation, die irgendwie konvergent versucht, irgendwas auf den Punkt zu bringen, dann ist dazwischen drinnen so viel passiert, ja, was man dieser Person relativ schwer nehmen kann. Ja. Jeder, der mal wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, der weiß, dass der ganze Prozess, den man da durchläuft, wesentlich wertvoller ist für den persönlichen Gewinn sozusagen, als wie das Enddokument, was ich dann irgendwo weitergebe und versuche, halt irgendwie berühmt damit zu werden. Also das ist, vielleicht ist es bei der Chemie anders oder wo auch immer, wo ich sage, das ist jetzt ein Algorithmus beschrieben am Ende, der ist bahnbrechend, ja, so wie was ich, der Bruno Buchberger in seiner Dissertation denn, eine bahnbrechende Formel oder einen Algorithmus entwickelt hat, wo man dann lineare oder nicht lineare Gleichungen auf einmal lösen kann. Und der wusste gar nicht, dass dieses Problem 70 Jahre ungelöst war. Und er hat es dann zufällig mit 24 gelöst und ist bis heute eine Koryphäe in dem Ding. Und das wird man sehr schwer erreichen, sozusagen. Typischerweise, und Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel ist gekommen, und über meinen auch Professor hier an der Karl-Franzens-Uni dazu Aussage treffen, hat er gesagt, eigentlich ist es sinnlos, überhaupt in der wirtschaftswissenschaftlichen Ebene noch was zu publizieren, es ist alles gesagt, ja, so nach dem Motto. Also das ist überspitzt formuliert. Ich glaube, dass schon vieles Neues dazugekommen ist, vor allem die Informationstechnologie, die neue Geschäftsmodelle und vieles auch erlaubt. Aber ich bin da bei alles einem, gesagt, was, aber nicht alles richtig. Aber ich glaube, man müsste sich auch ein bisschen Indikatoren aufkommen und ist ein bisschen überlegen, gibt es andere Indikatoren, als wie nur mit dem Endergebnis umzugehen. Ja. Zum Beispiel, Sie haben es gesagt, Vernetzung, ja, 12 Autoren auf einem Artikel haben. Was spricht dagegen, dass man vielleicht den Vernetzungsgrad vorher in der wissenschaftlichen, in dem wissenschaftlichen Tun schon herausgreift und sagt, wer ist jetzt wirklich mit anderen Leuten connected sozusagen und versucht hier Wissen zu teilen oder es auf einer Plattform, so wie Sie da gesagt haben, irgendwie publik zu machen und auch die Einladung auszusprechen, mitzudenken bei dem Thema. Ich glaube, dass wir da noch in Österreich extreme Barrieren haben, sei es jetzt systembedingt oder auch vielleicht in der kulturellen Perspektive. Wenn wir die Rankings der Universitäten anschauen, müsste man eigentlich Angst davor haben, dass wir ein bisschen Wissen hergeben, weil so viel haben wir nicht, ja, sozusagen. Also ich glaube, da ist noch einiges drin, und wenn wir uns besser vernetzen würden, dass wir eigentlich noch besser werden könnten. Und das ist aber, wie gesagt, teilweise systembedingt, teilweise Kulturproblem in Österreich. Ich kann es nur jetzt wieder auch aus meinem Umfeld in der Wirtschaft Anwendung von Wissen sozusagen, die dann letztendlich Euros produzieren. Also die sehr wenig Wissen haben, die haben meistens am meisten Angst sozusagen, dass sie das wenige Wissen auch noch verlieren. Ja. Und darum ist sozusagen eben kein Wunder, dass eben sozusagen renommierte Universitäten auch sehr offen mit Wissen umgehen in dem Zusammenhang, weil es sowieso zurückzuführen ist auf die. Und wie gesagt, der Prozess der wissenschaftlichen Arbeit, den kann man keiner wegnehmen. Ja. Denn der ist so tief, meistens so implizit und an den Körper gebunden, dass ich sage, okay, das Enddokument wird nicht das Schlimme sein, wo man jetzt jemand was wahnsinnig wegnimmt. Also ich bin ein Fan von Creative Commons. Also wenn man halt schaut, was ich auf Slideshare zum Beispiel an Inhalten finde, wo ich sage, das sind Leute, die sind sich dessen einig, das kann man auch verwenden. Ja. Und wenn wir jetzt in Österreich über Zentralnatur reden und solche Sachen, dann wird man auch irgendwo Prozesse entfachen müssen, dass man zumindest da irgendwie eine Basis finden, weil wie soll man sonst dann einen einheitlichen Bildungsstandard in diesem Alter herstellen, wenn es nicht gegeben ist, dass ich einen Zugriff habe auf die Materialien, die, was ich von Vorarlberg bis Wien irgendwo auch ausgeteilt werden können oder zumindest auch irgendwo vereinheitlich dann zu einem Bildungsniveau kommen. Ich habe Sie eben unterbrochen. Mich würde jetzt interessieren, das Forschungsprojekt, also das Projekt, das jetzt auf der Universität gerade stattfindet, gerade so den methodischen Aufbau. Es wird so eine Gruppe, eine Lehrveranstaltungsgruppe begleitet, eine Zeit lang beobachtet, eingeführt, wie es mit Open Science umgeht, beziehungsweise wie sich Open Science aufbaut. Habe ich das nicht verstanden? In dem Prinzip sind es vier Gruppen mit unterschiedlichen Fragestellungen, die sie sich selbst erarbeiten, und die Studierenden sind daran angehalten, einfach alle zwei, drei Wochen darüber zu schreiben, was sie gemacht haben. Und das passiert dann nicht normalerweise in irgendeinem Microsoft Word-Dokument, sondern das passiert halt auf einem Blog und unter einem freien Urheberrecht. Und das ist halt der Unterschied. Also, und man lernt sozusagen auch diesen offenen Arbeitsfluss und auch Kommunikation untereinander. Es ist jetzt keine wissenschaftliche Begleitung dabei, sondern es ist im Prinzip auch ein bisschen ein Experiment zu schauen, was sind die Vorteile, was sind auch die Schwächen oder die Probleme, die dabei auftreten. Aber im Prinzip ist es wirklich nicht mehr als nur unten Creative Commons dran und andere Leute dürfen das halt nur auch noch verwenden. Also das ist eigentlich, das ist nur ein rechtlicher Unterschied. Und der kulturelle dahinter natürlich. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Prozess, weil ich habe zum Beispiel begonnen mit Creative Commons Lizenzen, wo man
angeben hat müssen, woher es kommt, nicht kommerziell verwenden hat dürfen und auch keine Abänderungen machen hat dürfen, weil ich irgendwie sogar Angst gehabt habe, die bösen Unternehmen, die sich sowieso alles kaufen können. Also Google kann sich alle Daten, alles Wissen kaufen, wenn sie es will. Das ist ja nicht das Thema. Aber ich bin jetzt in der Public Domain, also mir ist jetzt ziemlich egal. Ich gebe meine Informationen her, weil ich eigentlich auch keinen wirklichen Anspruch drauf habe, meiner Meinung nach. Aber das ist ein kultureller Wandel und ich selektiere eh aus, was ich öffentlich zugänglich mache und was nicht. Meine Privatsphäre ist mir wichtig. Aber ich glaube, dass das, das habe ich nicht gemerkt, dieser Kontrollverlust ist am Anfang eben befremdend, aber man wird lockerer. Ja, das würde mich interessieren, wie wird damit umgegangen? Wie ist dann das heißt, die Entwicklung in Wien dieser Phase? Oder wird das auch jetzt, wo man unsere E-Mail-Adressen erkennt, ist das dann nachvollziehbar für Außenstehende? Was ist passiert in der Phase? Also die Lehrveranstaltung haben erst vor 2 Wochen begonnen und die Studierenden haben wir nicht publiziert bis jetzt. Ich glaube. Also, bis jetzt gibt es noch nicht. Kann man da hineingehen, zuschauen, was ich da jetzt. Auf Open Science AZ werden die dann in 2, 3, 4 Wochen beginnen zu schreiben. Ich glaube, wir sind jetzt gleich um 9 Uhr. Das ist die Anfangsveranstaltung heute. Also es wird noch vieles folgen und ihr werdet ja, wie ich dich kenne, auch sehr viel dazu publizieren und das ist ja auch die Aufgabe des Projekts. Deswegen denke ich fast, wir sollten jetzt nochmal eine Schlussrunde hier machen und nochmal nach vorne schauen und fragen, was sind die nächsten Schritte? Also was kann man machen, konkret auch an der Hochschule, um sagen wir, Open Access und Open Science weiter zu promoten? Wir fangen jetzt mal auf der anderen Seite. Ja, also ich glaube, das jetzt ist die Kollegin schon gegangen. die Nachhaltigkeitsforschung, das war für mich ein schönes Beispiel, wie kann man Open Science vorantreiben. Ich glaube, das liegt in der wissenschaftlichen Community. Also wenn jetzt jemand von euch heute oder von Ihnen heute Feuer gefangen hat und sich denkt, wie kann ich am besten Open Science voranbringen, dann ist der Schlüssel immer in der eigenen Community. Die Genetik ist heute mal als Beispiel gekommen. Dort haben sich die führenden Köpfe im Prinzip getroffen und haben ausdiskutiert, wie man dieses Feld am besten weiterführen kann. Und haben dann einen Konsens geschaffen, der sehr radikal ist, aber ein Konsens war in der Community. Und ich glaube, also ich bin in der angewandten Informatik unterwegs, da gibt es auch sehr viele Firmeninteressen und auf den Konferenzen publizieren dann immer Google und Facebook und die haben dann immer die besten Papers, aber niemand kann auf die Daten zugreifen. Und ich glaube, da muss man als Community einfach das Heft in die Hand nehmen und sagen, okay, wir als Wissenschaftler, uns ist es viel wichtiger, wie wir uns bewegen, als dass wir unbedingt immer diese flashy Ergebnisse vor uns sehen. Ja. Darf ich Sie da? Ich würde das zunächst einfach nur verstärken wollen. Ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was die Communities diskutieren sollten. Das heißt, was Sie hier an der Universität Graz machen können, ist zu versuchen, mit den Lehrenden, Mittelbau und Professoren sozusagen Agreements zu treffen, Felder zu definieren, wo man Experimente von Open Science, und ich gehe dort schon ein bisschen den Schritt noch ein bisschen radikaler weiter, nicht nur Open Access, sondern wirklich mehrere dieser hier genannten Kriterien sollten erfüllt sein. Wie weit man gehen mag, muss die Community letztendlich für sich selber definieren, weil sie können es niemandem aufzwingen. Aber ich denke mal, die Diskussion zumindest sollte auch sich an den radikaleren Kriterien orientieren von Open Science und nicht nur an den ersten Schritten. Das sollte man angehen und dann sieht man, wie die einzelnen Communities reagieren. Könnte man vorstellen, dass man durchaus auch bei den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften zumindest da und dort an der Universität Graz auf fruchtbaren Boden trifft. Da gibt es schon auch diese Kultur, die Sie angesprochen haben, diese Künstlermentalität sozusagen, diese schöpferische Eigenleistung und Copyright, ein bisschen verdienen damit, aber es gibt auch die andere Seite. So wie an den amerikanischen Universitäten es eigentlich 2 Kulturen gibt. Also einerseits diese Freedom of Information Act Kultur, also wirklich im emphatischen Sinn Zugang für jedermann zu nahezu allem. Und andererseits natürlich auch diese neoliberale Tendenz der Kommodifizierung von allem und jedem. Das heißt, alles soll ein verkaufbares Produkt werden. Es gibt beides. Im Moment sind wir in einer Situation, wo parallel viel stattfindet.
Ich möchte nochmal auf die Gefahr zurückkommen, weil man gesagt hat, was sind so die Gefahren? Also ich sehe die größte Gefahr in der Unwissenheit. Es ist so viel Unklarheit auf allen Seiten, der Leser und vor allem der Autoren. Die Autoren, die jetzt schon nicht wissen, welche Verlagsverträge sie unterschreiben, also was da überhaupt drinnen steht, was sie mit ihrem Werk dann überhaupt noch tun können, dass sie damit teilweise ihre Seele verkaufen, ist ihnen überhaupt nicht bewusst. Dass sie von ihrem eigenen hehren Werkstück, das sie selbst geschaffen haben, dann nicht einmal eine Kopie irgendwo ablegen dürfen. Also diese Emanzipation des einzelnen Wissenschaftlers gegenüber den Verlagen, wenn man schon sagt, mein Werk ist so toll, ich möchte das schützen und was weiß ich, dann sollte man nicht darauf reinfallen, was die Verlage, dass sie eben das voll abknüpfen. Und auf der anderen Seite auch die Unwissenheit gegenüber den Creative Commons Lizenzen. Also gerade bei den Geisteswissenschaftlern verstehe ich das nicht, warum die nur davon leben, Bücher von anderen zu lesen und die wieder neu zusammenzustecken, weil die machen keine Genexperimente und keine Forschungsreihen mit irgendwelchen Kaninchen, sondern die machen nur Buchwissenschaft und ich bin selber Geisteswissenschaftler, also ich weiß, wovon ich spreche, dass gerade die von Publikationen von anderen leben, sagen, na meine Publikation soll jetzt aber nicht öffentlich zur Verfügung stehen. Also wenn da nicht nur der Geldgedanke dahinter ist, dann weiß ich auch nicht. Weil zitieren darf man ja jetzt auch schon alles. Also ich weiß ja auch nicht, wie oft meine Dissertation zitiert hat und in welchem Umfang und was dann dabei rauskommen ist und dass ich bei einigen Sachen wahrscheinlich nicht davon überzeugt bin, was der dann draus gemacht hat. Also diese Unwissenheit der Autoren und ihrer Rechte ist eine große Gefahr für mich und da ja, bin ich dabei, Institut für Institut abzuklappern und ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ich habe drei Vorschläge, wie man dem Thema sich besser nähern kann. Ich würde mal Nummer 1, ich würde die Kommerzialisierung des Wissens aus den Unis wieder rausnehmen. Ja, ich glaube, dass diese ganzen Patentstellen und so weiter, wo man versucht jetzt irgendwie daraus Kohle zu machen, dass man irgendwie schon, bevor Firmen irgendwie in Nutzungsrechte sozusagen irgendwie eintauchen, dass man das in-house macht, das ist schädigend. Ja, ich glaube, dass das nicht wirklich den Diskurs von Open Science fördert. Also ich glaube, an der Ecke, wo Basisfinanzierung vorhanden ist, sollte Wissen geteilt werden und das ist ein Kulturgut sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger zweiter Punkt. Ich glaube, diese Vernetzung zwischen Disziplinen, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, da bin ich nicht Ihrer Meinung. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt ein Forschungsprojekt mit der Fakultät für Theologie, ja, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, als Wirtschaftsingenieur dort anzuklopfen und zu sagen, ob es irgendwas Spannendes für uns ist. Das ist das spannendste Forschungsprojekt bisher. Ja. Da geht es um Traditions. Also wie kann man Glaubwürdigkeit sozusagen in Zukunftsprojekte hineinbekommen und das hätte ich nirgendwo anders bekommen als wie dort. Ja, also ich glaube, da ist noch einiges drin und wenn man Disziplinen vernetzen würde, glaube ich, ist auch noch sozusagen, das ist eigentlich für mich dieses Open Science eigentlich. Also weniger, dass man sagt, Zugang zu Dokumenten, sondern eher die Köpfe miteinander verbinden, Neues zu schaffen. Und Nummer 3, ich glaube, man muss bei der eigenen Person einmal starten und sagen, okay, wie kann ich in diesem Prozess den ersten Schritt wagen? Wir sind alle sicherheitsbetont meistens unterwegs und sagen, ja, da kann man jetzt ja was verlieren und dann ist das alles weg und der große Schaden. Ich glaube, wenn man hineingeht und sagt, Wissen teilen schafft mehr oder Wissen wird mehr, wenn man es teilt, diese Erfahrung zu generieren, heißt einfach, ich muss selbst raus aus meiner Sicherheitszone und halt einmal diesen Diskurs starten. Die Kollegin, die da vorher auch erzählt hat von dieser Plattform und so weiter, hat schon Erfahrungswert. Ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das auch zu leben, aber ich muss einmal zuerst einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, dann kann ich da schon einen Beitrag liefern und wenn das viele tun, glaube ich, dass wir einen großen Schritt weiterkommen in Richtung Open Science. Sie haben die längste Erfahrung mit dem Thema. Ja, und bin auch am stärksten verwirrt jetzt. Ich gebe Ihnen vielem recht, was Sie sagen, also insbesondere mit dem Patent, da gebe ich Ihnen 100% recht. Das ist eigentlich nicht etwas, was Universitäten tun sollten. Sie sollten die Grundlagen wissen und beschäftigen. Bei der Vernetzung sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung. Das ist aber nicht notwendigerweise etwas, was ich jetzt als Open Science verstehe. Das ist etwas, was Sie auch in der Klassik, Sie hätten auch vor 50 Jahren, als der Begriff noch gar nicht existierte, als Wirtschaftswissenschaftler mit einem Theologen ein Bier trinken gehen und dabei feststellen können, wow, wir haben eigentlich ganz ähnliche Interessen. Das wäre mal ein wissenschaftlicher Diskurs, das zu messen, wo das wirklich stattgefunden hat. Ja, es hat viel stattgefunden, es hat vielleicht früher sogar mehr stattgefunden, weil die Communities kleiner waren, weil die Universität war ein viel kleineres Ding und man hat die paar Professoren, die es gegeben hat, hat man sie gekannt.
das ist, glaube ich, nicht, da haben Sie, Sie haben natürlich vollkommen recht, dass es immer wieder Vernetzungsmöglichkeiten gibt, die interessantes Neues schaffen. An den Rändern der Disziplin entstehen immer die interessantesten Dinge. Wo wir, da unterscheiden wir uns nicht. Wir unterscheiden uns darin, inwieweit man das steuern kann, inwieweit man das herbeiführen kann, diese Vernetzung, inwieweit es aussichtsreich ist, dass ich sage, jetzt mache ich einmal ein gemeinsames Seminar zwischen der Fakultät für Theologie und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und die soll sich jetzt alle miteinander ein Wochenende lang vernetzen und dann werden coole, coole Sachen dabei rauskommen. Da habe ich meine Zweifel. Aber es gibt sicher immer interessante, es gibt viele gescheite Leute auf der Welt. Und die können auch häufig miteinander was tun, was unerwartet ist. Was das Open Access betrifft, da bin ich etwas mehr zu Hause. Ich habe vielleicht bei den Nachteilen, ich habe jetzt noch kurz nachgedacht, eine wesentliche Triebkraft des Open Access ist der Umstand, dass die Verlage ein Monopol haben. Also einige wenige Verlage sind vier, Nature, Elsevier, Thomson Reuters und Springer, das sind die Großen. Ja, Weiler ist noch dabei. Ist ja wurscht. 4, 5, eine Handvoll, die teilen sich diesen Markt. Man macht sich keine Vorstellung, wie profitabel die sind. Die sind profitabler als Google und Apple. Also Elsevier hat die Gewinnmarge von 37% oder so, also von jedem Euro, den die UB an Elsevier zahlt, 37 Cent reingewinnen. Das geht dann also es ist unglaublich, das ist öffentliches Geld. Das ist ja das. Ich meine, dass Google und Apple so viel verdienen, ist ja okay, weil die haben Kunden. Die Kunden dieser wissenschaftlichen Verlage sind durch die Bank öffentlich finanzierte Universitäten oder zu 95%. Das heißt, das ist tatsächlich unser Forschungsgeld, dass die sich da hier monopolistisch aufteilen. Und das ist eine Sauerei. Also das ist tatsächlich erbärmlich. Und das, was Sie haben heute erwähnt, diese Initiative von Hanard, das kommt ja daher eigentlich. Es ist getrieben dadurch, dass man sagt, und zu Beginn des Jahrtausends haben sie noch einmal zusätzlich zugelangt. Und ich könnte Ihnen Kurven zeigen, ich habe viele Vorträge darüber gehalten, wo man die Inflationsrate und die Steigerung der Forschungsbudgets und die Steigerung der Preise der Zeitschriften, und die sind immer überproportional gestiegen. Also die haben wirklich hemmungslos zugelangt, weil sie diese Markteffizienz ausgenutzt haben und weil sie diese Monopolsituation haben. Es ist das Open Access ein möglicher Weg, wie man dem entgegen, aber es ist keine Garantie, dass nicht dort auch sich Elsevier, die prestigeträchtigsten, ich sage jetzt nicht Zeitschriften, sondern Labels, Marken schnappt, weil Nature ist ja in erster Linie nicht deshalb so toll, weil es so ein gutes Heft macht, sondern weil sie ein Label sind, so wie Coca-Cola. Und diese Labels sind immens viel wert. Und Nature und Science, das sind Labels, die eben sehr geschäftsträchtig sind. Und es gibt keine Garantie, dass in einer Open Access Welt dasselbe nicht auch passiert. Weil solange wir in dieser Flut von Informationen Mediatoren brauchen, die uns an der Hand nehmen und sagen, schau her, das ist jetzt ganz was Wichtiges. Du verstehst es nicht, weil es ist nicht genau, in meinem engsten Fachgebiet kann ich das ja. Aber jeder Wissenschaftler muss ein bisschen breiter schauen. Und da ist er hoffnungslos verloren. Und da ist es eine gute Strategie für einen jungen Wissenschaftler, wenn ein junger Strukturbiologe zu mir kommt und sagt, also wie kann ich mich bilden, dann sage ich, lies Nature. Oder Science, ist wurscht. Sind beide okay. Und die bringen einen eben doch, und das obwohl man in Nature und Science feststellen kann, dass mehr Retractions sind wie in anderen Zeitschriften. Also es ist auch mehr falsch dort. Aber es gibt eine unglaublich effiziente Qualitätssicherung mit zahllosen Editoren und die werden teils bezahlt, teils machen sie es freiwillig. Und die fischen halt die relevantesten Papers heraus. Und diese Leistung, die ist unabhängig von Open Access. Und wenn jemand eben diese Labels besitzt und sie entsprechend pflegt,
dann hat er ein Monopol, das nicht ohne weiteres weggeht dadurch, dass man sozusagen die Beziehung zwischen Leser und Autor finanziell invertiert, dass der Autor zahlt und der Leser. Es gibt dann zwar einen besseren Markt, aber der wird sich an der Spitze möglicherweise nicht manifestieren, sondern eher irgendwo in der Breite, dort, wo sowieso niemand Zeitschriften liest. Weil kein Mensch liest, außer Nature und Science, ist ja nicht so, dass jemand eine Zeitschrift liest, sondern man liest Artikel, die man üblicherweise aus dem Netz irgendwo herausgraubt und die man von einer Suchmaschine hat. Also das, was man früher gemacht hat, dass man in die Bibliothek geht und durchblättert und sagt, aha, das ist was Interessantes, gibt es ja nicht mehr. Das findet zumindest in der Wissenschaft, die ich überblicke, nicht mehr statt. Gut, jetzt haben wir doch länger gebraucht, als ihr geplant habt. Ich habe mich auch nicht ganz an euer Programm gehalten, muss ich zugeben, aber ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt. Also ich danke jetzt allen Teilnehmern dafür, dass sie so viel beigetragen haben und so lange auch ausgehalten haben und euch, dass ihr das überhaupt zusammengebracht habt und auch ein Podium, von dem man wirklich was lernen kann, zusammengebracht habt und hoffe, ich glaube, es hoffen alle, dass ihr da Erfolg habt mit eurer Initiative. Es gibt, habt ihr angekündigt, Fruchtsaft und Brötchen, glaube ich. Doch, draußen. Wenn nicht die, die früher gegangen sind, die schon abgegangen.